Nexis 360.at. Nexis? Das wäre Nexis 360.at. Das ist die Seite, wo die Daten dann normal zum genau. Sie haben auf der Seite von der JKU, was in der Eiger, Kleinwöl, ins Gelang und der Uni San Winzburg. Das ist die www.lexis360.at. Das ist die normale Homepage. Aber dann haben Sie eine normale Internetseite auch. Die haben normalen Browser. Sie haben auf der Seite von der JKU von EMWIT eingefügt. Am Campus von Zahn, im WLAN von der JKU, wo es ein Link auf der Seite von der Uni-Seite, dann kommen Sie direkt nicht da im Netz. Wenn Sie, weil die Frage war gerade generell abstrakt, wenn ich die Seiten aufmachen will, irgendwo unabhängig vom WLAN von der Uni Linz, ist das Nexis 360.at. Danke, Johannes. Wieder mal bitte Applaus für Johannes. Jetzt geschaut, dass man danke dir. Wie heißt du? Elias, danke Elias. Aber dann, das ist nur grundsätzlich, dass wir mal wissen, wo es die Datenbank an sich finden. Ja? Also da im Netz an der Uni, im WLAN von der Uni ist euer Link auf der Seite, draußen in der freien Wildbahn, überall, wo Sie einen Browser aufmachen, 360.at. Wie melden wir jetzt da? Also jetzt, Sie können Ihnen über das Uni-LAN ein, weil Sie wissen, als Student können das Uni-Netz einmelden. Sie haben freien Zugang über das Uni-Netz. Das war sie. Für Ihnen habe ich noch einen Tipp. Und es gibt auch, aber dann, weil es begrüßt uns zuerst wer von mir, es gibt aber, damit ich die Frage noch abschließe, wenn Sie wollen, können Studierende, das ist gerade, wenn ich Diplomarbeit schreibe, in der Abschlussphase daheim sitze und so, und jetzt sitze ich mit daheim und kasaniere mich ein und schreibe, es gibt, weil die Datenbank, wenn ich kaufen würde, würde 10.000, 15.000 Euro kosten mit allen Inhalten, die Sie da gratis an der Uni haben. Es gibt einen Zugang, den man abonnieren kann als Studierender für 3-4 Monate, da kostet es im Monat 99 Euro. Und Sie haben einen vollen Zugang. Das kann ich, das nehmen Sie oft Studierende, die sagen, ich bin jetzt nicht mehr auf der Uni, ich sitze mir irgendwo hinterher, 3 Wochen lang und schreibe meine Diplomarbeit und kaufe um 99 Euro so einen Zugang, damit ich daheim alles habe. Das ist für die Fernstudierenden, die mich gerade gefragt haben. Aber das sage ich Ihnen nachher nochmal ganz gut. Ja. Aber dann. Mit etwas Verspätung und deinen technischen Problemen herzlich willkommen im Namen der Kepler Society zur heutigen Veranstaltung Praxisworkshop mit LexisNexis. Danke Judith Raab fürs Kommen, unsere Referentin, und auch ein großes Dankeschön an unsere Kooperationspartner der Veranstaltung. Das wäre als erstes mal die ÖH-JUS mit der Magdalena Neuhofer und auch die Universitätsbibliothek in Vertretung von Frau Habler. Ganz kurz ein, zwei Sätze zur Kepler Society. Wir sind der Absolventenverein und das Karrierecenter von der Uni Linz und wir sind eure zentrale Anlaufstelle für die Bereiche Netzwerk, Karriere und Weiterbildung. Wir organisieren sehr viele Veranstaltungen zum Thema Karriere, Weiterbildung, wie eben heute zum Beispiel das Praxisworkshop LexisNexis, und sind auch eure Ansprechpartner, wenn es darum geht, Lebensläufe zu checken, wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch und so weiter vor. Das wäre es schon von meiner Seite. Wenn wer irgendwelche Fragen zu der Thematik hat, kann er gerne jederzeit bei uns im Bankengebäude, wir sind neben dem Thalia, vorbeischauen. Wir freuen uns über euren Besuch. Ja. Und damit übergebe ich jetzt gerne an die ÖH-JUS. Und ich sage gleich, bitte nutzt die Angebote von der Kepler Society. Die sind ehrlich gesagt richtig geil. Ja, danke. Nicht nur richtig. Haben wir das aufgenommen? Ups. Ja. Absolut. Aber ich glaube, das kann man schon sagen. Ja, herzlich willkommen auf unserer Seite auf der ÖH-JUS. Danke an die Alexandra von der Kepler Society fürs Organisieren. Danke an die Frau Magister Raab von LexisNexis für den tollen Vortrag. Ich kann mit dem nur anschließen. Es ist wirklich eine super Gelegenheit. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Bei diversen Karrierejobs merkt man es dann, beziehungsweise bei ersten beruflichen Erfahrungen. Recherchieren ist das Handwerkszeug des Juristen. Man soll es wirklich beherrschen, beziehungsweise wenn man es gut beherrscht, dann hebt man das von der Masse hervor und man hat einen klaren Startvorteil im Berufsleben. Als ÖH-JUS sind wir jetzt nicht nur vielleicht da, wenn mein Kabel kaputt ist und es da Probleme gibt, sondern auch bei den, sage ich mal, größeren Problemen im Studium stehen wir mit Rat und Tat mit Beratungen zur Seite und sind natürlich auch als Vermittler da, wenn es Probleme mit Professoren in Kursen gibt. Gibt es Probleme mit Professoren? Selten, aber doch. Das okay. Trotzdem stehen wir da als Ansprechpartner zur Verfügung und sind so die Vermittlung, Stelle und eigentlich Interessensvertretung.
wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, über am Campus hängen schon die Plakate, in 2 Wochen sind die Haarwahl. Und da ist gerade in der Just für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, dass möglichst viele wählen gehen, weil wir natürlich nur dann Verhandlungen führen können, die ein Gewicht haben und dann stark ernst genommen werden. Und gerade bei diesen Gesprächen, wenn es um Prüfungen, wenn es um den Stoff, die Curricula geht, wenn man da ganz anders verhandeln kann, weil das auch absolut im reichen Sinn ist. Darum für uns ganz stark der Aufruf, 27. bis 29. Mai sind die Wahlen. Bitte geht wählen, nutzt eure Stimme. Es ist ganz, ganz wichtig und hilft euch selber im Studium auch. Genau, das war es ja schon mit der Werbeeinschaltung von unserer Seite. Herzlichen Dank, dass ihr Zeit genommen habt und ich wünsche euch einen interessanten Nachmittag. Danke. Ja, dann einen schönen Nachmittag. Ich darf als Vertreterin der Universitätsbibliothek Sie im Namen der Bibliothek recht herzlich begrüßen. Ich kann nur in selbe Ohren stoßen wie meine Vorredner. Datenbanken sind sehr, sehr wichtig. Sie sind mit der Bibliothek mittlerweile untrennbar verbunden. Also man kommt weg vom Papier und geht hin zum Elektronischen. Wir bieten Ihnen über unsere Homepage auch jede Menge Angebot an. Das auch als Ergänzung zur Frage, wie lockt man sie ein? Ja, wenn man mal bei den Uni-Seiten kommt man auch zur Bibliothek und zu der Datenbank. Da steht auch alles ganz genau, wie das Login geht, was man tippen muss. Und ja, von der großen Auswahl alleine haben Sie noch nichts. Das Entscheidende ist, dass Sie auch wissen, wie man mit der Datenbank gut umgeht, damit Sie das Maximum rausholen für effiziente Recherche. Es ist ja oft so, dass man auch im Alleingang ganz gut zurechtkommt. Nur die volle Breite einer Datenbank, was sie alles kann, was sie bietet, Tipps und Tricks kriegt man vom Experten, von der Expertin, von der Frau Hart. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie als Vertreterin vom Verlag immer wieder bereit sind zu kommen. Und sage ihm danke für die Bereitschaft zum Workshop und danke an die Kepler Society für die gesamte Organisation. Nehmen uns auch sehr viel ab. Sie sehen, wir sind Großbaustelle, da drüben bei uns geht momentan in Eigenregie gar nichts. Aber es kommt wieder, also auch wir werden wieder anbieten. Und ja, am Ende des Vortrags haben Sie jetzt auch während sicher Möglichkeit, die Frau Rapp zu löchern, falls Sie individuelle Fragen haben. Wenn später etwas auftaucht, dann fühlen Sie sich bitte herzlich eingeladen, in die Bibliothek zu kommen. Wir werden Ihnen auch noch helfen, gerne helfen. Danke. Danke. Wenn man eine Frage hat, wie er sie einloggen kann, dass sie das sagen, als Gott gesagt hat, bitte auch helfen. Also kann man sie in der Bibliothek sonst auch helfen. Ja, also einfach von der Bibliothekshomepage aus gibt es einen Punkt Datenbanken und wenn man den einmal online sucht, das Produkt. Und der Link ist dort und einfach gleich auch die Anmerkung hat. Super, danke. Das ist sicher sehr hilfreich. Danke. Das ist die Datenbank von LexisNexis. Sie finden da im Prinzip also massenhaft Kommentare, Fachbücher, Zeitschriften. Und sowieso das ganze Riss ist da immer drinnen, zusätzlich abgebildet. Und zwar immer alles tagesaktuell. Was für Ihnen das Thema ist, weil natürlich, Sie haben an der Uni den großen Vorteil von der Riesenbibliothek und das ist Gold wert. Ja, das ist wie da vorne viel Praktiker her und ohne und gehen in die Bibliothek, weil es einfach extrem gut ist. Es ist halt auch oft geschwind einmal praktisch, dass ich nachschaue, wer kommentiert und es gibt es überhaupt einen Kommentar, gibt es eine Zeitschrift oder ein Buch ist vergriffen, dann kann ich da schnell reinschauen. Sie können da auch ganz schnell Zitierfunktionen übernehmen, sage Ihnen einen Klick und Sie haben nach allgemeinen Zitierregeln sogar dargestellt, wie man ein Werk zitiert. In der Praxis ist das, wenn Sie fertig sind im Studium oder jetzt daneben arbeiten, sei es in einer Anwaltskanzlei, Steuerberater, Personalbüro, oder wurscht wo, die arbeiten mit dem. Es wird bei Ihrem Einstieg so sein, wenn Sie in eine Kanzlei kommen, haben die fast sicher die Datenbank, Sie müssen recherchieren mit dem. Also wenn Sie ihn wohl bewähren und dort sagen können, ich weiß schon, wie ich mit der Datenbank arbeite, haben Sie einen Wettbewerbsvorteil. Weil das ist das, wie klassischerweise eine Konzipientin, ein Konzipient, jemand, der anfängt, der tut einmal recherchieren. Und dann muss man wissen, wie arbeite ich mit dem. Das eine ist, und dann sage ich Ihnen das eh gleich, das eine ist, dass Sie da ganz normal, wie bei Google, geben Sie Ihre Suchbegriffe ein, wenn Sie was suchen. Ein Wort, mehr Wörter, komplett egal. Groß- und Kleinschreibung, das ist alles wurscht. Was wichtig ist, dass Sie wissen, es werden auch Synonyme mitgesucht. Also wenn Sie schreiben Autounfall, Pkw, irgend sowas suchen, wenn Sie schreiben Pkw, sucht es nach Auto, Kfz, Fahrzeug und so weiter. Wenn Sie schreiben Umsatzsteuer, sucht es nach Mehrwertsteuer, UST und MWSD, lese ich enormes Verkürzung um die Hälfte. Also alles, was das Gleiche bedeutet, sucht die Datenbank mit. Nicht, dass Sie glauben, Sie müssen all diese Begriffe einzeln eingeben und schauen, was dazu gibt. Mich hat irgendjemand von Ihnen, hat jemand was, wo er was nachschauen möchte? Oder? Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Ja, sehr gut. Ich fange zum Schreiben an und die Datenbank schlägt mir gleich was vor. Sie schlägt mir gleich vor, und zwar Briefings. Briefings, Sie kennen alles, was da drinnen ist, weil Sie kennen Kommentare, Zeitschriften, Bücher. Was Sie nicht kennen, sind Briefings. Briefings, da haben wir Experten gebeten, bitte schreiben Sie uns zusammen, was ist das Wichtigste, was muss ich unbedingt wissen bei jedem Thema. In dem Fall hat da ein Briefing geschrieben zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das wird mir gleich vorgeschlagen, während ich schreibe. Ich klicke es an. Okay, das WLAN-Anton ist ein bisschen langsamer. Was jetzt kommt, sind alle Treffer, die es in der Datenbank gibt, wo was steht zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Alle Kommentare, alle Zeitschriften, alle Fachbücher, das wird Ihnen jetzt alles aufgelistet. Sie haben da, Sie schauen im Internet mit, können Ihnen aber nicht einloggen, oder? Genau. Ich bin nicht eingeloggt. Ja, Sie brauchen ein Passwort. Sie haben über das Uni-Netzwerk. Ja, Sie brauchen eine Passwort. Aber sonst ist der gleiche Inhalt. Ich glaube, ich gestern gesucht. Ich glaube, das hat aber nicht angezeigt, dass ich mir das eigentlich zahlen müsste. Obwohl ich mit dem Einstieg drinnen war. An der Uni? Nein, mit diesem Uni-Einstieg über die Fakultät, die ich aussuchen kann. Ein Passwort. Ja, von der Hand. Trotzdem Einstieg. Okay. Aber da war nur eine Frage, und bitte fragen Sie immer alles gleich in die Ordnung. Da war nur eine Frage, irgendwo, da habe ich es richtig gesehen. Also du gibst WLAN-Code, das ist so. Haben Sie einen WLAN-Code jetzt? Habe ich gehört, aber ich verstehe nicht, warum ich auf die. Ich bin im WLAN von der JKU drinnen. Dann muss schon. Und bin aber. Ich kann jetzt schon sagen, wo das ist nicht da. Das ist jetzt dieses Briefing, das ist so ein Briefing. Das ist das Briefing aus der Büroschlossung. WLAN, ich bin im E-Drum. Ja, das hoffe ich auch. Und jetzt dass man da nicht stört, wenn da gerade gesprochen wird. Das ist jetzt so ein Briefing. Das ist geschrieben von, da steht auch immer der Name, wer sind die Experten, die es geschrieben haben. Und wenn Sie das jetzt lesen, dann ist das eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen, die ich wissen muss zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist jetzt eine kompakt zusammengefasste wichtigste Information. Da sehen Sie die Inhaltsangabe von dem Dokument, und immer wenn Sie dann runterscrollen, sehen Sie seitlich verlinkt. Gibt es einen Kommentar, gibt es einen Zeitschriftenartikel, das sehen Sie jetzt alles, wenn Sie da runterscrollen. Da sehe ich, das wird kommentiert, Paragraph 75, AWGB anscheinend, steht was dazu, das habe ich da. Zeitschriftenartikel und so weiter. Ja? Das heißt, ich habe in der Datenbank gesucht nach Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ich habe dieses Briefing gefunden, das ist die Erklärung, und habe sofort verlinkt, wo ist denn Gesetz geregelt, wer kommentiert, was gibt es für Entscheidungen und so weiter. Das ist die Logik von der Datenbank. Darum heißt es übrigens 360. Dass man nicht nur das sagt, was ich gesucht habe, sondern gleich möglichst umfassend rundherum alles, was es gibt. Da kann man da jetzt anschauen, zum Beispiel einen Kommentar. Nehmen wir den von Professor Riedler, oder? In Memoriam. Das ist jetzt der ABGB-Kommentar zum Paragraph 75, der ist zum Thema Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Jetzt habe ich den Kommentar offen und ich kann wieder runterscrollen und sehe zeitlich wieder verlinkt, was alles zu dem Thema gibt. Da gibt es zum Beispiel Entscheidungen und so weiter. Das ist jetzt einmal mit der Suche nach Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Da herum können Sie immer alles drucken, downloaden, per Mail versenden. Und da haben Sie zum Beispiel die Zitierfunktion. Wenn ich da jetzt drauf drücke, und das schauen Sie einmal, wie effizient das ist. Das ist was Ihnen im Studium wirklich hilft. Weil das ist ein Klick und dauert eine Sekunde. Und ich habe sofort da, wie zitiert man dieses Werk. Kursiv, Name, Herausgeber, hochgestellte Ausgabe, Jahreszahl und so weiter. Das ist was brauchen können, oder? Zitierfunktion. Bitte? Naja, es ist ja so.
wenn ich, ich sage jetzt Adresse des Links kopieren, dann habe ich es praktisch in der Zwischenablage wie Steuerung C, füge es in einen Word ein mit Steuerung V und dann habe ich es in einen Word eingefügt und kann es wieder gehen. Okay, aber ich kann nicht sagen, ich möchte noch der Vorlag zitieren. Es gibt ja. Achso, nein, es ist noch AZR-Regel. Ja, okay. Es ist durchgängig immer noch AZR-Regel, wird zitiert in der Datei. Ja. Aber ich kann es nicht umstellen, weil es gibt verschiedene Zitierregeln. Ja. Wie es meinen Sie? Genau. Okay. Wie haben Sie ich bin da auf diese Gänsefüßchen gegangen. Wenn ich da draufklicke, schreibt der Herr Zitiervorschlag und wenn ich draufklicke, sagt er was. Das ist übrigens was, wer Diplomarbeit oder Hausübung schreibt. Erstens, so holen Sie in der Zitierfunktion, das ist nur das eine. Es gibt eine gratis Zitiersoftware, zum Beispiel Citavi, falls die kennen. Wenn Sie das runtergeladen haben, das Citavi, dann verarbeitet er all diese Zitate, die Sie gespeichert haben, sprich, wenn Sie dann im Word schreiben, gehen Sie nur noch einfügen das Citavi und sagen, das Zitat einfügen und das Citavi macht Ihnen dann sogar hinten ein fertiges Literaturverzeichnis. Also das ist zum Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten. Ich sage, da sparen Sie in knapp eine Woche ein, wenn Sie mit sowas arbeiten. Citavi allein ist ja relativ umfangreich. Citavi ist eine gratis Software, die Sie ja vom Internet runterladen können. Genau, also das muss man halt dann damit arbeiten. Oder, was Sie auch tun können, ist, wenn Sie sagen, ich brauche aber nur die Ziffer 3, dann markiere ich jetzt nur die Ziffer 3, mehr tue ich nicht. Die Datenbank schreibt da oben sofort hin, soll ich diesen Text mit Zitat kopieren. Wenn ich das jetzt anklicke, fügt es mir, in, also es ist wieder Steuerung C praktisch, fügt es mir in Word ein, Steuerung V, das, was ich kopiert habe und drunter die korrekte Zitierweise, aber Randziffern und Seiten genau. Weil das da oben ist ja das Werk an sich zum Zitieren. Wenn ich im Fließtext was markiere, übernimmt es mir als Fußnote dann in ein Word, wo ich es einfüge, das, was ich kopiert habe, aber drunter gleich die Zitierfunktion mit Randziffer und Seitenangabe. Das sind Dinge, die ich wirklich an der Uni brauchen kann. Ich habe im Maßlos gehört, dass das noch nicht geben hat, wie ich. Und wenn man das dann einfügt im Word, dann wird automatisch die Fußnote. Die steht dann drunter. Also Sie fügen sie jetzt ins Word und die steht dann direkt drunter. Aber ist das klar? Einfach markieren und den Rest macht die Datenbank automatisch. Aber ich mache im Word dann Steuerung V. Genau, im Word machen Sie nur noch. Sie klicken da jetzt drauf, ich klicke da drauf, mache Word auf und sage Steuerung V. Machen Sie es einfach. Ich weiß nicht, ist es drauf, ja. Darf ich beim Kollegen da einfach. Wo haben Sie das Word? Erste Reihe, zweite. Oder da. Steuerung kann. Und da unten ist jetzt die Zitierfunktion mit der Seitenangabe. Ja? Jetzt habe ich am Wahnsinn gehabt, das wirklich funktioniert, das stimmt sich nicht. Jetzt war ich schon blöd gestellt. Aber ist das klar? Ja, ich zitiere. Das jetzt in die Zeile oben. Bitte? Ich bin nicht Gehörgexperte. Aber die Fußzeile, wie ist es oben bringen oder in der Fußzeile? Also wie soll irgendwas in der Fußzeile bringen? Fußzeile müssen Sie machen. Da gehen Sie auf Einfügen und Fußzeile und dann haben Sie es da. Naja, aber normal schreibt es ja dann automatisch, wenn es ja. Nehmen Sie den Service gerne auch. Ich muss Sie ja halt ausfüllen, oder? Ja, nein, ist ja okay, haben Sie ja gar nicht. Aber das zur Zitierfunktion, weil das ist wichtig, merken Sie noch das bitte. Ja? Da klicken Sie da drauf, dann haben Sie das Werk an sich zitiert, im Fließtext markieren und Sie haben es mit Randziffer und Seitenangabe. Weil das ist was extrem viel Zeit kostet, wenn ich irgendwo anfange zum Zitieren. Ansonsten gibt es. Können Sie das nochmal probieren mit dem Kommentar? Also Sie haben jetzt den Gesetzestext markiert, den Absatz 2 ja, oder ja. So. Sie haben doch gesagt, eben mit Randziffer und genau. Das wirkt hier sozusagen? Naja, das war das, so habe ich es jetzt gerade eingefügt. Ja, Sie haben eben dort den Gesetzestext vom Paragraph 1175 über die Kommentare ist ja und immer der Gesetzestext eingeführt und dann kommt voll und erst die Kommentare. Also das ist, aber da sehen Sie, das funktioniert. Das ist jetzt die Zitierweise von dem Werk. Das da herunten, das da, vielleicht soll ich das größer machen, dass man es gescheit sieht. Ja.
bedeutet das 1488? Das ist die Seite, da steht Seite 1488. Das ist die Seitenangabe drum. Okay. Und geht so besser? Das da herum war der Text, den ich markiert habe, und das hat es mir automatisch eingefügt. 1488 ist die Seite im Kommentar. Aber Sie geben da irgendwas ein, ich sage jetzt aber zum Beispiel Schadenersatz, Rückabwicklung, ich schreibe einfach irgendwas. Ja. Das sind so Wörter oder sagen wir, was Sie für Signalwörter gerade haben im Studium. Ja, ich gebe jetzt diese Erinnerung immer dunkel, ja, das ist schon ewig her. Ich suche jetzt irgendwas zum Thema Schadenersatz und Rückabwicklung. Die Datenbank sagt, ich habe 928 Treffer, wo diese beiden Worte vorkommen. Sobald ich zwei Wörter, drei Wörter. War das eine Frage, nicht, dass ich einen unterbreche, oder war das ein Regel? So viele Dokumente gibt es in der Datenbank, wo das drinnen ist, was ich suche. Hier könnte ich jetzt filtern innerhalb dieser Treffer. Wenn ich da drauf drücke, klopft es mir drei Filter runter. Da können Sie noch Zeit filtern, also was ist in letzter Zeit gewesen. Da suche ich mir das Rechtsgebiet aus. Und da kann ich sagen, wer kommentiert denn das? Nur als Beispiel. Da kann ich jetzt sagen, wer kommentiert das. Jetzt klopft es mir alle Kommentare auf, die es gibt. Und ich kann jetzt ganz gezielt sagen, was steht denn im Klammkommentar zu dem Thema, ja? Oder im Schwimmern. Ich klicke den Schwimmern-Kommentar an und ich sehe, im Schwimmern gibt es 38 Sequenzen, wo diese beiden Wörter vorkommen. Da sehe ich schon immer jeweils so eine Vorschau, wo die Wörter vorkommen. Ja? Also Sie geben einfach die Suchbegriffe ein, sehen dann, wie viele das sind. Ich habe jetzt einen Filter gesetzt mit Kommentare, den kann ich auch wieder weg tun. Ich kann auch sagen, ich suche eine Entscheidung, das ist da auch ganz interessant. Ich kann auch sagen, ich suche eine Entscheidung, wenn ich auf Entscheidung klicke, da sehen Sie, ich filter noch Entscheidung, Kommentaren, Fachbücher und Zeitschriften. Ich filter noch Entscheidung, dann klappt es mir alle Gerichte auf, von denen es Entscheidungen gibt. Und jetzt kann ich sagen, ich suche eine vom OWH, den habe ich da oben wahrscheinlich. Fremde Maus. Achso, hier die da raus. Dann sage ich, ich suche eine OWH-Entscheidung zu dem Thema. Und die sollte nicht öder sein wie drei Monate. Ja, dann sehe ich, in den letzten drei Monaten hat es drei Entscheidungen gegeben vom OGH zu diesem Thema. Ist das mit dem Filter klar? Ich mache es gerne nochmal. Ich kann da die Filter wieder aufheben, alle, und kann neu filtern und kann da die Filter wieder wegklappen. Aber wir haben jetzt nur österreichische Judikatur, oder? Ja. EU nicht dabei. Ah, okay, EU-Normen sind genauso drin. EU-Normen, und ich glaube, die EuGH-Entscheidungen sind auch drin. Da hat es halt doch nicht gehen. Ja, ich habe in den letzten zwei Monaten, und da gibt es nur zwei, und ich habe im OGH angeklickt. Ja. Aber Sie sehen da, so viele Treffer gibt es. Da klicke ich auf Filter, dann hole ich mir den Filter ab und jetzt kann ich ganz gezielt sagen, ich suche zu dem Thema eine Entscheidung, eine Zeitschrift und so weiter. Und klicke dann drauf. Weil Sie sehen dann einmal, gibt es überhaupt einen Kommentar oder wer kommentiert das? Ich kann dann immer in die Bibliothek gehen und was nachschauen. Oder ich suche ein Buch in der Bibliothek schon ewig lang und das ist ständig vergriffen und ich muss das aber zitieren. Ja? Dann suche ich mir es in der Datenbank, lese nach bei dieser Stelle und dann kann ich es zitieren. Ja? Ist das klar? Was ich bemühe mich immer zu denken, was kann wer, der studiert, brauchen von der Datenbank. Und ich weiß noch selber, wie mühsam es oft war, wenn sich wer ein Buch ausgeborgt hat, das ist monatelang nicht zurückgekommen und ich habe aber bitte das Buch zitieren müssen. Weil es eine Basisliteratur war. Da drinnen kann es nicht ausgeborgt sein, es ist da. Ja? Und vor allem, Sie haben gleich die Zitierfunktion dabei. Sofern der Professor mit allgemeinen Zitierregeln nicht verstanden hat. Je nachdem, was der verlangt. Geh wieder auf die Startseiten. Weil Sie können genauso da, also da herum ist Suchfeld wie Google, da geben Sie Ihre Suchbegriffe ein, dann können Sie filtern, das wiederholt sich immer. Sie könnten genauso, wenn Sie möchten, hier, da herunten haben Sie Rechtsgebiete aufgelistet. Ja, Sie können zum Beispiel sagen, Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, mit dem ändern Sie nur die Ansicht von den Briefings unten. Und den Newsletter, aber der wird Ihnen vielleicht, nehme ich an, der ist in der Praxis relevant, bei Ihnen vielleicht weniger. Ja. Ich kann jetzt da drauf gehen und kann sagen,
wählen Sie aus, was immer Sie möchten, ja, dann mache ich es auf. Strafrecht, Schuldrecht, EMAG, Exekutionsrecht, Familienrecht. Ich mache irgendwas auf. Dann habe ich da jetzt wieder die Erklärung zur Patientenverfügung und da herunten wieder alles verlinkt, was es dazu gibt, wo ist das im Gesetz geregelt, wer kommentiert es und so weiter. Also Sie müssen nicht im Vorhinein schon immer wissen, wann Sie ein Thema suchen, wo steht denn das im Gesetz, sondern Sie geben das Thema ein und die Datenbank sagt Ihnen dann eh, wo das im Gesetz steht und wer es kommentiert. Sie können es auch umgekehrt machen, Sie können auch sagen, ich suche, was ich weiß, das ist der Paragraph 12 Arbeitszeitgesetz, das 12-Stunden-Thema, das wir gerade gehabt haben zum Beispiel, dann tippe ich ein die Zahl und die Abkürzung, nur die Zahl und die Abkürzung. Das ist eine juristische Datenbank, die weiß gleich, dass es ein Paragraph ist und schlägt man eh gleich vor. Wenn Sie in der Datenbank einen Paragraphen aufmachen, wieder, weil es eine juristische Datenbank ist, sagt es gleich, weil sie weiß, und die Datenbank weiß, wer Gesetz braucht, braucht üblicherweise einen Kommentar und umgekehrt. Ja? Das ist das, was ich gesucht habe, der Paragraph. Die Datenbank sagt gleich, übrigens, ich kann Ihnen anbieten zu dem Thema einen Kommentar, Entscheidungsbearbeitungen, Rechtssätze von Entscheidungen, Briefings oder das. Das bietet es mir gleich rund um das Thema an. Ich wollte Ihnen aber eh den Paragraph 12 sagen. Jetzt habe ich den Paragraph 12 offen, den können Sie in Ries auch nachschauen. Der Unterschied ist, da haben Sie gleich verlinkt, wer kommentiert, was gibt es für Entscheidungen, was gibt es für Zeitschriftenartikel und so weiter. Das ist halt da, darum heißt es 360. Sie haben da immer alle Versionen. Das, was sehr praktisch ist und sehr beliebt ist in der Praxis, da können Sie die Versionen vergleichen. Wenn Sie irgendwelche alten Verträge haben und dann mit jetzigem Gesetzesstand vergleichen müssen, klicken Sie da drauf. Die Datenbank sagt dann, ich habe diese Versionen, welche mit welcher möchten Sie vergleichen? Und es zeigt Ihnen binnen einer Sekunde den Unterschied. Ist das groß genug für hinten? Können Sie das mitverfolgen? Oder denken Sie, wenn wir da vorne reden und wir wissen nicht, um was es geht? Du würdest was sagen, was ich erfahre. Ja? Aber da haben Sie jetzt in einer Sekunde einen Fassungsvergleich im Sinne von die Vorgängerversion von den Paragraphen und die Version, die jetzt gilt seit letzten September. So kann ich es vergleichen. Rot und durchgestrichen, was ist weggefallen, grün und hervorkommen, gucken, was ist dazu gekommen. Das lieben die Leute in der Praxis. Weil normalerweise sitzen sie als Konzipientin mit zwei Kodizes da und müssen Strichpunkt für Strichpunkt vergleichen. Das ist wirklich ein Dudelhocken. Ja? Mit einer Datenbank brauchen sie das nicht. Die Datenbank tut nichts anderes, wie zwei Wörter übereinander legen und sagt, Änderungen nachvollziehen. Technisch ist das kein Problem. Aber kommen die Namen? Vom Riss. Das Riss und die Datenbank werden täglich synchronisiert. Aber wenn es irgendeine neue Entscheidung gibt, dauert es maximal 24 Stunden. Das ist aber die langsame Version, bis die in unserer Datenbank drin ist. Übrigens, ich empfehle, so aktuelle Entscheidungen manchmal im Auge zu behalten, die werden gern genommen für Prüfungen und so weiter. Wenn es irgendeine spannende neue Entscheidung gibt von einem Gericht, die schauen sich natürlich die Professoren screenen ja die Landschaft immer, die werden gern helfen. Also das ist nicht uninteressant, da ein bisschen drauf zu schauen, was hat es denn gerade für Entscheidungen gegeben, weil die werden vielleicht gleich herkommen für eine Prüfung. Das ist der Fassungsvergleich. Und da kann ich, wie gesagt, jede Version mit jeder kreuzweise vergleichen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Versionen? Das ist wieder ganz anders. Das ist der Fassungsvergleich. Den haben sie immer angeboten, wenn da ein Paragraph steht, steht da Versionen vergleichen, sofern er nicht in der ursprünglichen Version ist. Im ABGB sind sehr viel nur in ihrer Originalfassung, so wie sie damals entstanden ist. Da haben sie immer heroben, da können sie immer blättern. Also da springe ich jetzt einfach auf den nächsten Paragraphen, wenn ich draufklicke. Da können sie immer links und rechts, vor und zurück. Und mit diesen drei Strichen holen sie ihnen immer die Inhaltsangabe. Wurscht, wo sie sind, ob sie in einem Kommentar sind, im Gesetz oder ganz gleich wo, holen sie ihnen da die Inhaltsangabe. Weil sie können jetzt zum Beispiel sagen, in der Systematik müsste das aber circa das, was ich suche, im 15er stehen. Ja? Dann machen sie ihnen den auch. Aber das Wichtigste ist wirklich, wenn sie was suchen, eingeben, Filter setzen und dann im Wissen, es klappen sich noch Fenster auf, wenn ich zum Beispiel so Kommentare dann sage, dann was du willst. Ja? Ich habe schon wieder vergessen, wo der Filter war. Da haben wir gerade geschaut, da können Sie mir das nochmal sagen. Freilich. Ich nehme irgendwas, das ist die Anzahl der Treffer und da können Sie filtern. Ach, genau. Ja, danke. Und da kann ich jetzt sagen, ich suche da
bei dem Rechtsgebiet ist da wahrscheinlich Zivilrecht. Dann hole ich mir da die Kommentare und sage dann, ich möchte gerne nachschreiben, Schwimmern. Und jetzt sehe ich gezielt, was schreibt der Schwimmern zum Thema Schadenersatz und Rückerpickung. Ich mache den jetzt auch gerne auf, dann habe ich ihn offen im Kommentar. Was Sie da auch haben, ist, Sie sehen, 54 Mal kommen meine Worte in diesem Dokument vor. Das hilft Ihnen genau, wenn Sie OWH-Entscheidungen, wurscht was für Entscheidungen, das sind oft 20 Seiten lang. Ich bin Ihnen eingeschlafen, wenn ich die lesen habe müssen während dem Studium, damit ich endlich auf Seite 17 finde, den Sachverhalt, um den es geht, den ich eigentlich prüfen will, ob er der gleiche ist, wie der, den ich habe. Also wenn Sie Ihre Suchbegriffe eingeben, wo Sie sagen, um das geht es mir, wir können mich da jetzt auch noch durchspielen. Dann beim Filter OWH-Entscheidung auswählen, haben Sie da den Vorteil, dass Ihre Suchbegriffe markiert sind. Und Sie können ganz gezielt nur die Bereiche in der Entscheidung lesen, wo es um Ihren Sachverhalt geht. Weil da kann ich jetzt draufdrucken und kann sagen, ich will von Treffer zu Treffer springen. Und jetzt sagt er, das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte. Ja, so kann ich da durchspringen. Und dann lasst er mir alle Seiten dazwischen auf, wo nichts zu meinem Thema steht. Das ist super hilfreich beim Lesen langer Dokumente, wenn ich sehe, da oben ist die Anzahl der Treffer und ich kann rauf und runter zum nächsten Treffer springen. Ist das klar oder habe ich das jetzt zu schnell gezeigt? Vor allem, wie gesagt, ich erinnere mich noch wehmütig, stundenlang lernen und dann 20-seitige OWH-Entscheidungen lesen und richtig müde werden. Da hilft es. Zitierfunktion habe ich Ihnen gesagt, weil die ist relevant für Ihnen. Fassungsvergleich, der ist relevant bei Ihnen. Die Briefings, weil die gibt es sonst nirgends draußen, die kennt man sonst nicht, das gibt es nicht irgendwo zum Kaufen. So wie Sie können jedes Buch, das da drin ist, jede Zeitschrift natürlich beim Thalia oder irgendwo kaufen, ja, keine Frage. Was es nicht gibt, sind eben diese Briefings. Das gibt es nur in der Datenbank. Also wenn Sie sowas suchen, das gibt es wirklich nur da. Das macht auch keinen Sinn, dass das im Printo gibt, weil da sind immer gleich verlinkt irgendwelche Checklisten und vielleicht Mustervorlagen. Ich nehme ein Beispiel, weil zum Beispiel, das ist jetzt Arbeitsrecht, ja? Es muss ein Dienstverhältnis beendet. Ja, Sie haben eine Frage? Ich will kurz fragen, wer schreibt die Briefings? Das steht immer bei den Briefings oben, steht und, der Name. Welche Art von Juristen oder wie kommen Sie zu? Staatsanwälte, Richter, Steuerberater, Personalisten, die sind lauter Experten aus der Praxis draußen und genauso die Leute, die für uns Literatur schreiben. Das sind so die einschlägigen Experten im Bereich, da im Bereich Personalrecht, die ersuchen wir dann und die haben dann einen Vertrag mit uns und müssen das auch immer aktuell halten. Also das kann nicht sein, dass das dann erst eine Woche später zum Beispiel hineingestellt wird, wenn es jetzt vom Gesetz wegen eine Änderung gibt. Ich habe jetzt da alle Beendigungsorten, wie kann ich ein Dienstverhältnis beenden, jetzt nehme ich eine Kündigung. Jetzt habe ich alles zur Kündigung stehen. Da habe ich jetzt die Erklärung, auf was muss ich aufpassen bei einem Kündigungsausspruch. So arbeiten Sie in einem Personalbüro, wenn Sie arbeiten. Da wird Ihnen genau erklärt, auf was müssen Sie aufpassen. Da haben Sie gleich eine Checkliste, wie habe ich vorzugehen bei einer Kündigung, dass ich nichts übersehe und da habe ich gleich eine fertige Kündigung im Word. Und das meine ich, darum ist das nicht irgendwo im Print, weil mit dem Head im Print nichts angefangen, einmal Seiten auszureißen. Ist ja nicht. Ja? Wie kann man denn ein Briefing zitieren? Oder ist das überhaupt üblich, dass man dann ein Briefing geht ja schon sehr da wieder. Das ist praktisch ein Zitat aus dem Internet. Ja, das ist dann extra gekennzeichnet, wenn man jetzt das Briefing. Genau. Und dann von genau. Und das ist gefunden worden. Und das ist gefunden ist auf lexis360.at. Bitte? Kommt das schon vor in der Praxis, dass die zitiert werden? Glaube ich. Nachdem dies nur die Praktiker haben, und also an der Uni sind Sie, glaube ich, die Ersten, die es sehen. Das gibt es jetzt auch erst seit diesem Monat an der Uni, die neue Datenbank. Bis jetzt gab es ja die Vorgängerversion, die hat das alles nicht gekannt. Das ist die neue. Das hat sicher, glaube ich, noch niemand verwendet bei einer Zitierweise. Ich weiß, Sie überlegen, ob Sie es bei Ihnen zitieren, wenn Sie Hausübung oder so schreiben. Naja, ob sie das überhaupt wissenschaftlich durchsetzt, dass man ein Briefing zitiert, weil es genau eher oberflächlich gewaltig. Da war ich eher vorsichtig, dass ich das in einer wissenschaftlichen Arbeit da die ein Briefing nicht zitieren. Ja. Okay. Sie werden sie auch nicht abschreiben, einfach 1:1 und darum braucht man es dann auch nicht zitieren. Sondern sie schreiben es nur sinngemäß. Mhm. Aber das, die Zitierfunktion wäre da. Aber das ist sicher nicht viel. Also der Professor hat, glaube ich, keine Freude. Ja.
was er bringt. Vor allem wird er nicht wissen, was ist, Entschuldigung. Er wird sagen, was ist das. Aber er wird so als Link in, Sie müssen es eben in die Literaturverzeichnis hinten, müssen Sie es unter die Internetliteratur, müssen Sie es dann auch können schauen, weil es ist eine normale Internetliteratur. Wer es schreibt, steht immer da, ich kann da auch draufdrucken und mir anschauen, wer ist denn das? Dann sehe ich, das ist die Frau Tamara Töni-Meyer, da steht, was die Beruflicherin macht und ich sehe, was sie alles an Briefings geschrieben hat. Das sind ihre Themen. Ich kann da gleich draufdrucken wieder. Und dann eins von den Briefings aufmachen. Aber das ist eben die Logik von den Briefings, dass gleich, und das ist jetzt nur was für die Praxis draußen, weil das brauchen sie nicht während dem Studium. Ja? Aber die Logik von dem ist, dass ich gleich für das, was ich habe, eine Erklärung habe, eine Checkliste und ein Muster vor. Und was Sie jetzt da können, und das ist für Ihnen schon wieder praxisrelevant, und ich sage es jetzt bei dem Beispiel, Sie können was speichern in der Datenbank, dauerhaft. Sie können sich da drin Ordner anlegen. Wenn Sie jetzt recherchieren zum Beispiel für den Hausübung, machen Sie einen Ordner, Hausübung oder was auch immer, und da legen Sie das rein, was Sie gefunden haben, und markieren Sie das, damit Sie später wieder finden. Das machen Sie mit diesem Zeichen, das ist wir. Wenn Sie draufgehen mit dem Cursor, schreibt es hin, Markierung. Wenn ich jetzt draufklicke, nicht irritiert sein, das ist mein Zugang, ich habe schon zum Herzeigen alle möglichen Ordner eingefügt. Ja. Wenn Sie einen neuen machen, gehen Sie da in das leere weiße Feld rein und jetzt schreibe ich halt ABC, ja, nur damit ich einen Ordner anlege. Ich nenne den Ordner ABC, mit dem Hagerl lege ich den Ordner an, jetzt ist er da vorhanden und ich kann was reinlegen. Speichern. Ich kann es auch noch auf der Startseite anzeigen, zusätzlich, wenn ich will. Jetzt habe ich einen Ordner angelegt, der heißt ABC, da habe ich mir ein Dokument reingelegt. Jetzt würde ich mir da noch die fertige, in dem Fall die fertige Kündigung sehen, sehe, das ist vorformatiert, da tue ich nur noch Name einsetzen, Datum fertig. Gehe wieder auf Speichern, lege mir es in den Ordner ABC hinein. Speichern. So lange dass Sie, wenn Sie jetzt auf der Uni sind, entschuldigen wir ganz kurz, Sie sind an der Uni, sitzen da im Campus WLAN und recherchieren einmal. Und dann legen Sie Ihnen da alles rein, was Sie jetzt gefunden haben und brauchen. Weil dann haben Sie es da drinnen im Ordner und finden Sie es auch jederzeit wieder. Kann es sein, dass wir nur einen eingeschränkten Zugang haben, weil das Personalrecht finden wir jetzt da wieder in der Übersicht nicht? Schau dir dann gleich an. Grundsätzlich müsste alles drinnen sein, außer die Webinare. Schau dir mal gleich bei Ihnen nach, Sie sind im WLAN von da unten drin. Ich muss dazu sagen, die Datenbank gibt es in der Praxis circa seit einem halben Jahr an der Uni seit letzter Woche oder so. Ja? Also die ist wirklich ganz neu da am Campus. Weil darum haben wir auch beim Termin her geschaut, dass wir das so legen, dass es sicher schon gibt, weil wir gewusst haben, das wird jetzt erst Anfang Mai irgendwann in Echtbetrieb gehen. An der Uni, sonst gibt es eh schon. Ja? Wie war das mit dem Ordner nochmal? Den Ordner, ich wähle irgendein Dokument aus. Ich nehme jetzt einfach das erste, was mir runterkommt. Haben Sie zufällig ein Dokument gerade offen? Ja. Da haben Sie rechts rum das mit. Das Fähnchen ist, genau wie ein Fähnchen, da drucken Sie drauf. Die Markierung, genau. Und dann geben Sie in das leere Feld einen Namen hinein. Das ist da. Da klicke ich drauf, gebe in das leere Feld einen Namen. Irgendwas. Setze das Hagerl, dann ist der Ordner an sich einmal angeklickt. Und dann klicke ich links von dem Namen in das leere Kasten hinein. Da irgendwo klicke ich hinein. Und dann ist gespeichert. Und darunter gibt es noch die Möglichkeit, es auf der Startseite anzuzeigen. Das können Sie zusätzlich oder nur das, oder das sind zwei getrennte Möglichkeiten. Finden dann Sie das wieder, wenn Sie es gespeichert haben. Erstens, was Sie auf die Startseiten geklickt haben, finden Sie auf der Startseite. Das ist dann eh nicht zu übersehen. Das liegt da. Da lege ich mir das her, was ich ja nicht vergessen. Wie Favoriten, das lege ich mir da außer. Generell, alle Ordner finden Sie unter Ihrem Namen, haben Sie da dasselbe Markierungszeichen. Sieht man das hinten? Da haben Sie dasselbe Markierungszeichen und da finde ich jetzt das, was ich auf der Startseite habe und hier alphabetisch sortiert alles, was es irgendwie zur Schau gestellt an Orten gibt. Sehen Sie das bei sich oder sonst kann ich das gerne nochmal zeigen, weil das mit den Ordnern anlegen finde ich praktisch. Vor allem, wenn es geht jetzt um Briefings, Checklisten, Vorlagen, wenn Sie die da drin speichern, haben Sie da drin immer die aktuelle Version. Also sollte der Gesetzgeber was ändern in 3 Monaten, wird das von uns aktualisiert, dadurch auch in Ihrem Ordner und wenn Sie reinschauen in 3 Monaten, haben Sie die aktuelle Version. Weil normalerweise, das ist das Problem in den Personalbüros,
Es ändert sich extrem viel im Arbeitsrecht, in kaum einem Rechtsgebiet ändert sich so viel wie im Arbeitsrecht. Also wer von Ihnen immer in Personalbüros arbeiten wird, Sie dürfen nicht veränderungsresistent sein. Weil da ändert sich extrem viel. Und da legen wir dann, die haben sonst die Ordner bei sich am PC und wenn sie es in einem halben Jahr wieder brauchen, müssen sie immer kontrollieren, ob das noch stimmt. Wenn sie es in der Datenbank gespeichert haben, haben sie die Sicherheit, es ist die aktuelle Version. Weil wir speichern sie, wir aktualisieren sie in der Datenbank und dadurch bei allen Benutzern, die dieses Dokument gespeichert haben. Ja? Ja, dann würde ich mit dem Zulandsdruck sagen, wie schnell arbeiten die, dass die das aktuell halten? Also im Arbeitsrecht haben sie das sicher, wenn das heute entschieden wird vom Gesetzgeber und mit Montag in Kraft tritt, haben sie es gleich drin. Sofort, tagesaktuell. Mhm. Das kann jetzt einmal im Steuerrecht oder wo vielleicht einmal dauern, 2-3 Wochen. Ne? Aber im Arbeitsrecht kann ich es deswegen auch sicher sagen, weil da bei uns dahinter eine hauptberufliche Mitarbeiterin steht, die nur das im Steuerrecht, im Arbeitsrecht verwaltet. Und die würde entweder, wenn es wer externer geschrieben hat, den gleich anstupsen. Und sowas kommt ja nicht über Nacht. Das lesen wir alle wochenlang in der Kronenzeitung, ja? Wenn es eine Arbeitszeitsitzänderung gibt und so weiter. Ja? Das kommt nicht überraschend. Die Autoren schreiben ja schon im Vorhinein drüber, sie vermuten, was wird das für Änderungen haben und so weiter. Und sobald es dann eine Änderung gibt, wird es beschlossen, tritt in Kraft, aber dann mit einem bestimmten Datum. Das kennen Sie alle von den Gesetzen. Ja, die werden beschlossen, jetzt nächste Woche, Donnerstag bei der nächsten Nationalratssitzung, und dann heißt es, tritt in Kraft mit 1. Juli. Sie können dann schon den Fassungsvergleich hin anschauen, der ist dann schon drin, der Fassungsvergleich für die jeweilige Version. Und dann werden sofort, bei uns rennt dann die Maschinerie los und es wird alles sofort aktualisiert. Da schreiben dann auch sofort Leute Aufsätze dazu, was heißt. Zum Beispiel, wenn wir es gerade gehabt haben, Karfreitag, ja. Dann gebe ich einfach die Suchbegriffe ein, ich sage Karfreitag. Jetzt gibt es 1700 Treffer. Es gibt schon ein Briefing zur Einführung des persönlichen Feiertags, nur als Beispiel. Und jetzt könnte ich da wieder filtern und sagen, mich interessiert aber nur das von den letzten 3 Monaten, dann bin ich von 1600 sofort herunter auf 64. Ja? Und dann habe ich nur noch das, was vermutlich diese Aktualisierung betrifft. Tut das wieder weg. Oder es gibt ein Briefing zur Feiertagsruhe. Ja? Das war das UGH-Urteil, von dem das ausgegangen ist. Das haben Sie alle mitverfolgt, glaube ich, oder? Nehme ich an. Aber da gibt es ein Briefing zur Feiertagsruhe. Das erklärt alles zur Feiertagsruhe. Und da herunten haben Sie wieder alles verlinkt, was es da gibt. Zum Beispiel lese ich gleich, das ist geregelt in § 12b ARBG. Sie können da vielleicht, das für ihn ganz interessant ist, habe ich unter dem Aspekt noch nicht gemacht, vielleicht wollen Sie im Zivilrecht einmal reinschauen, was gibt es denn da für Erklärungen. Die Briefings sind einfach super verständlich und einfach geschrieben und das ist das Wichtigste drinnen. Das ist vielleicht nicht schlecht, dass man sich da einmal einliest bei einem Thema. Ja? Wenn Sie sagen, ich mache jetzt im Studium gerade irgendein bestimmtes Thema, können Sie dann vielleicht da einmal einlesen und schauen, was ist denn da für einfache Erklärung zu dem Thema drinnen. Ja? Ich habe es noch nie aufgemacht, aber ich schaue mir selber mal an, Schadenersatz, Allgemeines. Oder besondere Haftungsfälle, dann kann ich mir das anschauen. Und so habe ich jetzt alle wieder, da habe ich natürlich wieder sehr viele Unterpunkte. Allein ich im Zivilrecht sind das 1000 Dokumente, die Briefings. Gehilfenhaftung zum Beispiel ist was, das auf das im Studium sicher kommen, ja, das ist was, das rauf und runter lernen, da bringen sie nicht schon ein paar sehr glücklich. Da ist jetzt die Gehilfenhaftung zum Beispiel erklärt. Lesen Sie das gerne mal durch. Hat geschrieben Fiala, kann ich schauen, wer das ist. Und ich sehe, was da die Gehilfenhaftung erklärt ist. Das ist vielleicht technisch ganz interessant. Visualisierung, kann man immer das Umfeld von einem Dokument grafisch darstellen lassen. Für die Entscheidungshilfe, was schaue ich mir denn an? Ich gehe auf Visualisierung anzeigen, das dauert jetzt normalerweise ein bisschen, weil viele Grafiken aufgehen. Das ist das grafisch dargestellte Umfeld von der Gehilfenhaftung. Sie sehen unten Jahreszahlen, wie alt, links ist alt, rechts ist neu. Und Sie sehen die Farben, das Grüne sind Entscheidungen, das Blaue sind Zeitschriftenartikel und so weiter. Und wenn Sie mit dem Cursor drüber gehen, dann wird er gleich hergeschrieben, was da geht, und ich kann draufdrucken und dann sagt es was. Aber das ist so die grafische Darstellung des Umfelds.
wird in den Studien vielleicht weniger interessieren, in der Praxis gefragt, weil es einen schnellen Überblick gibt, was nehmen wir. Das sind die Entscheidungen dazu. Aber das nur, dass ich Ihnen sage, falls Sie ihn interessiert, weil da immer steht, Visualisierung anzeigt. Fassungsvergleich ist bei Ihnen, wie gesagt, glaube ich, relevant oder die Gesetze, dass ich da gleich verlinkt habe, die Kommentare. Und vor allem, das immer bei mir habt. Ja? Also, wenn ich am Campus, wurscht, wo ich bin am Campus, ich habe es bei mir, alle Kommentare, alle Fachbücher, alle Zeitschriften. Zeitschriften sind in der Praxis eine der beliebtesten Literatur, weil eine Zeitschrift, ich meine, der Kommentar kommt alle ein, zwei Jahre mal neu raus. Eine Zeitschrift reagiert sehr schnell. Wenn sie irgendwas ändert beim Rechtsbestand, ganz gleich in welchem Rechtsgebiet, wird die entsprechende Fachzeitschrift sofort einen Artikel dazu schreiben. Nicht nur einen. Da publizieren dann zig Zeitschriften dazu. Und die sind auch sehr leicht verständlich. Der Kommentar wird erst wieder in einem Jahr neu geschrieben, der ist dann nicht aktuell. Also grundsätzlich gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Da herunten haben Sie in den Inhalt Ihrer Datenbank. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, welche Zeitschriften sind drinnen. Das ist eine Overload, das wird Ihnen jetzt überfallen, weil es sind alle Zeitschriften drin. Wenn ich eine bestimmte Zeitschrift zugebe, dann ist eine Ausgabe von der ZVG. Genau. Genau. Dann gehen Sie entweder auf Zeitschriften und schauen Sie, ist die Zeitschrift drinnen, die ich brauche. Die ZVG. Jetzt haben Sie die Zeitschrift, die sind zurück, bis je nachdem, wie lange es die Zeitschrift gibt. Ja, die ARD ist, glaube ich, bis in die 90er Jahre zurück archiviert. Dann klicke ich halt die aktuelle Jahreszahl an und nehme das aktuelle Heft. Und jetzt habe ich vor mir die Inhaltsangabe von der aktuellen Zeitschrift. Man kann lesen, selber schauen wir Aufsätze an. Ich mache jetzt willkürlich irgendwann auf. Das ist jetzt der Artikel in der ZVG. Da würde ich blättern zum nächsten Artikel. Da hole ich mir die Inhaltsangabe wieder her. Und da habe ich alles verlinkt, was noch dazugehört, wenn ich da runter. Das würde ich speichern, kann ich mir das dann auch. Genau, ich würde hier gehen auf Herunterladen und dann fragt er mich Word oder PDF. Und dann kann ich mir es overladen. Ich kann mir es aber auch genauso speichern. Gibt es eine Einschränkung, was man overladen darf? Ja, dann hört es einem. Es gibt ein Download-Volumen, das limitiert ist. Sie können zum Beispiel auch niemals ein ganzes Buch runterladen. Das kann man. Braucht ja kein Mensch, aber wenn man jetzt recherchiert und vielleicht am Campus ist und sie was genau nehmen will. Also ich glaube nicht, dass sie das Volumen von dem her erreichen werden. Das, okay, glaube ich nicht. Das ist relativ großzügig. Okay. Aber es gibt eine Begrenzung. Weil es schon Missbrauch gab, es wäre schon vorgekommen, dass Leute ganze Bücher downloaden wollten und darum gibt es da eine Limit. Aber das ist zum Beispiel zur Frage Zeitschrift. Ich gehe entweder unten bei der Startseite bei den Inhalten auf meine Zeitschrift oder ich gebe ZVG als Suchbegriff ein oder ich weiß, es gibt einen Artikel, dann sage ich, das ist Zivilklagegerichte. Ja? Ich kann jetzt da genauso da sagen. Ja? Und umgekehrt, wenn ich eben nur die Zitierung habe, dann auch so von mir, wie man den. Einige, Sie haben es. Wenn Sie die Zitierung haben, eine und dann sind Sie sofort dort. Wenn Sie Zitierstelle. Ich lese mir das Grund, dass man es unterschiedlich eingeben muss. Ja. Die gibst du einfach eins, wie ich es finde. Genau. Also genau. Wenn ich nur Hauptzeit von 2019 / 24, gebe ich das ein, dann sagst du. Okay, genau. Ja? Gibt es beim Jokoppenzugang Beschränkung beim Download? Es gibt eine Beschränkung beim Download. Aber grundsätzlich kann man schon auf einzelne Seiten. Viele, viele vereinzelte Seiten. Also, okay, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das Volumen erreichen. Es wird an die Grenze gehen, wo es zum Missbrauch kommt, weil es zu viel ist. Und dann wird es dann einfach aus, dann kriegen wir es nicht mehr weiter. Okay. Ja, das heißt, das ist die Gesamtvolumen. Das Volumen ist tageweise. Ja. Ich glaube, das ist tageweise. Bei dieser 99-Euro-Geschichte? Bei dieser 99-Euro-Geschichte, wo es von daheim aus und also wo es von weltweit zustellen können, gibt es auch eine Download-Begrenzung. Auch. Mhm. Ich glaube sogar, es ist das gleiche wie am Campus. Aber es gibt eine Begrenzung. Sage ich auch ganz offen, weil es wurde schon Missbrauch damit gemacht, darum haben wir es irgendwann einmal begrenzt. Also es haben Leute wirklich angefangen, ganze Bücher herunterzuladen und die dann auch auf den Markt also zu verkaufen. Nicht in Buchhandlungen, das geht nicht, aber das ist vorgekommen und darum haben wir das unterbrochen, indem man nicht mehr alles runterladen kann. Jetzt habe ich irgendwen unterbrochen. Ich habe gedacht, dass ich erledigt. Aber
Aber eben wie gesagt, einfach einmal reinschauen, auch wenn Sie gerade was zeigen, dann Thema an der Uni was machen, lesen Sie in ein Briefing dazu. Das ist ein schnelles Hineingleiten in ein Thema. Sind die Markierungen, sind die auch begrenzt irgendwie? Ja, sind begrenzt, aber ich glaube, auch das werden Sie nicht erreichen. 150 Ordner können Sie anlegen. Achso. Nein, aber wenn man jetzt in einem Ordner zum Beispiel versucht, alles zu sammeln. Es gäbe auch noch eine Volumenbegrenzung für einen Ordner. Ich weiß jetzt nicht genau die Menge, aber das ist wieder sehr viel. Also wie gesagt, es wird nie mehr 150 Ordner anlegen und Sie werden das Volumen, glaube ich, nicht erreichen. Das ist sehr großzügig gehalten. Aber es gibt grundsätzlich eine Begrenzung, es ist nicht endlos. Ja. Kann man so verschiedene Suchwege auch speichern, also Suchmaßen auch speichern? Ja. Ha, Sie fordern mich, das gefreut. Sie können da jetzt zum Beispiel Suchen speichern. Meinen Sie, Sie kann Suchwege oder Suche, Suchbegriffe ja, speichern? Also ich suche irgendwas und denke mir, also ja. Die verschiedenen Suchwege und wege das eine Woche später nur noch. Ja. Also nein, das haben Sie im Verlauf. Sie haben, Sie haben da, und Entschuldigung, habe ich Ihnen noch nicht gesagt, hier ist der Verlauf und da sehen Sie immer, dass ich nicht liege, die letzten 100 Suchen, glaube ich. Ja, genau. Die finden es da immer. Mhm. Und wenn Sie draufklicken, wird sofort wieder, werden sofort wieder diese Ergebnisse aufgemacht. Ich stehe da die Zahl leider nicht. Ja. Wie viele Treffer das da gibt und so weiter. Aber da herunten unter Ihrem Namen finden Sie unter Verlauf, eben wenn ich mir denke, in drei Tagen denke, mach vorgestern habe ich einen klasse Treffer gehabt, die finde ich die wieder. Ja, genau. Die waren gute Treffer, ja. Die brauche ich wieder. Dann gehen Sie im Verlauf rein und dann sehen Sie da alles. Also alles, was ich heute eingegeben habe, sehe ich da. Und rechts sehe ich, wie viele Treffer gab es dazu. Das sehe ich da. Klick drauf und dann habe ich es wieder oben. Was Sie unter dem Namen noch finden, das ist bei Einstellungen. Da kann sich ja jeder von Ihnen die Datenbank ein bisschen personalisieren. Sie können eingeben, was soll auf der Startseite von den Briefings angezeigt werden. Und da herunten können Sie in einen Newsletter einspeichern. Der ist in der Praxis extrem beliebt, weil da gibt es keine Werbung, Halleluja, wir haben die 27. Ausgabe von, sondern nur, da schreibt wirklich nur ein Redaktionsteam von Experten, wenn sich etwas Neues tut. Dann schreiben die einen kurzen Artikel, den Sie als Newsletter haben. Wenn Sie Interesse haben an einem bestimmten Rechtsgebiet, können Sie das da abonnieren. Das dann unter Einstellungen, also nehme ich denn die Maus, nicht die Maus. Ist dann da unter Einstellungen. Bei markierten Inhalten ist eh klar, da finden Sie das, was Sie gespeichert haben. Beim Verlauf ist auch klar, Kontakt ist Helpdesk. Sie können uns anrufen, dann kommen Sie zu uns zum Verlag, da gibt es ein Helpdesk und dann sagen Sie, Frau Rabe, haben Sie nicht gescheit erklärt, wie speichern die was? Wie mache ich einen Fassungsvergleich? Können Sie dort entweder anrufen oder eine Mail hinschicken. Das wird da jetzt aufgemacht. Das sind die Kontaktdaten. Und was Sie da auf der Startseite auch noch finden, bei Suchtipps, da haben Sie jetzt alles zum Arbeiten in der Datenbank nach Themengebieten geclustert. Da können Sie auch noch mal nachschauen. Da. Sind da dann gewisse Operatoren oder so? Operatoren gibt es im Prinzip, der einzige, den man braucht, ist glaube ich das Oder. Weil grundsätzlich ist, Operatoren heißt, das ist ein Kürzel. Ich sage, weil grundsätzlich, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, ich schreibe Auto, Baum, ja, dann muss die Datenbank jetzt suchen, Treffer, wo Auto und Baum vorkommt, weil das Leerzeichen ist ein Und. Wenn ich jetzt sage, Baum oder Haus, dann muss ich dazwischen noch Oder einschreiben, damit er mir alternativ noch Baum oder Haus sucht. Ich würde aber dann groß schreiben. Das Oder müssen Sie dann groß schreiben, damit das als Formel erkennt, sonst ist der Suchbegriff fehlt. Das ist, die Datenbank sucht jetzt noch Treffern, wo Auto muss vorkommen und wahlweise Baum oder Haus. So können Sie alternativ noch was suchen. Das ist das Einzige. Es gäbe auch noch das Wort nicht, weil Sie können Wörter ausschließen. Ich habe neulich war ich bei einem Chemiekonzern, die wollten in der Datenbank was suchen zum Thema Nachtarbeit. Und die waren so genervt, weil es sind immer zigtausend Treffer von Krankenhäusern gekommen. Für Datenbank aber klar, Nachtarbeit ist bei Krankenhäusern ein sehr zentrales Thema. Dann schreibe ich her, ich will aber nichts zum Thema Krankenhaus. So schließe ich was. Wenn Sie zum Beispiel recherchieren und dann ärgern Sie ihn, weil dauernd was kommt, was so und das brauche ich nicht. Sie suchen nach Karenz, aber es geht nicht um Schwangerschaft, sondern eine andere Form von Karenz. Dann schreiben Sie Karenz und nicht Schwangerschaft. Und dann müssen wir aber das dann groß schreiben. Genau. Wenn Sie es eben als Formel verwendet wissen wollen, müssen Sie es groß schreiben. Dann erkennt die Datenbank als Formel. So naheliegende Begriffe wie zum Beispiel Meier mit A-I-E-I-Y. Und ich schreibe jetzt
Also, ich bin mir nicht sicher, ob man mit I oder mit Y schreibt. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob man Meier mit I oder Y schreibt. Muss ich jetzt schauen, ob das noch funktioniert. Das war immer der Stern, Meier. Nein, das geht jetzt nicht mehr. Das war bei der vorhergehenden Datenbank. Habe ich selber was gelernt. Das gibt es anscheinend nicht mehr. Aber ähnliche Schreibweisen oder Schreibfehler besser, würde er zum Beispiel ausbessern. Aber das mit dem, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, schreibe ich denn mit Y oder I, da habe ich jetzt keine Lösung dafür. Mhm. Endlich keine Lösung. Darf ich Ihnen da bitte gleich der Firma anschnitten geben? Weil es mir an meine Grenzen gebracht haben. Danke. Kann ich ein Oder machen? Meier, Oder, Meier, 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 habe ich den Varianten, das geht. Ne? In allen Varianten? Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ja. Stimmt. Der Mann ist gut, der kriegt auch einen Anschnitten. Aber jetzt presst er es jetzt. Wenn ich irgendwen am Kopf trifft. Ja, wird zwar so zusammengespielt, das merkt man. Was du nehmen können, ist der Stern, der so wie im Internet zu verwenden, als wenn sie sonst kennen, ich sage, es geht um eine Rückabwicklung und ich schreibe das Wort nicht fertig, ich suche jedes Wort, das so anfängt. Dann nimmt er jetzt alle Wörter, die so weitergehen. Aber das kennen Sie vom Internet wahrscheinlich. Das ist dort gängige. Bitte? Was haben Sie für Lösung gefunden? Wenn man sagt MA, dann Fragezeichen. Achso, Fragezeichen. ER, dann okay. Sucht er die Mauer. Dann nimmt er sozusagen. Dann, nimmt er, dann ersetzt das durch irgendwas. Ja, genau. Dann kommt meinten Sie Mauer. Dann ist das jetzt der Satz für einen Stern. Bei mir steht Mauer. Ja, er nimmt alles. Achso, bei Ihnen schreibt der Mauer. Ja, ich habe ER, bei mir steht dann Mauer. Dann fragt er mich, ob ich das mache. Übrigens zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt 10 verschiedene Suchbegriffe eingeben und die Datenbank findet nichts, wo alle 10 Treffer vorhanden sind, würde sie dann oben hinschreiben, ich finde nichts mit allen Ihren Wörtern, aber ich finde etwas, wo die meisten davon vorhanden sind. Das schreibt es dann hin. Ja? Wenn ich jetzt einer Suche eingebe und diese Kombination gibt es gar nicht in dem Dokument, dann schreibt es das nachher hin. Webinare zeige ich Ihnen nur kurz, die können es am Campus nicht anschauen, die gäbe es da drinnen, da herunten ist, also dort grundsätzlich, da sehen Sie alle Inhalte Ihrer Datenbank. Da können Sie, so wie die Kollegin vorhin gesagt hat, wo finde ich denn die Zeitschriften, dann klicke ich da drauf. Da sehen Sie alles, was es in der Datenbank gibt. Richtlinien sind da bei den BMF-Veröffentlichungen drinnen, aber die werden es eh weniger brauchen, glaube ich. Da gibt es Webinare, das sind Online-Fortbildungen, das immer dann gemacht werden, wenn sich juristisch was ändert. Eben der Klassiker war jetzt da keine Freitagsersatzregelung und Teilzeit, da hat es ein Webinar gegeben. Dann hat es letztes September auch nicht gegeben zur Arbeitszeitgesetz neu, sehen Sie, 13. September, da wird das gemacht. Das sind Webinare, die macht immer, also im Arbeitsrecht meistens der Schrank, das macht immer der jeweilige Fachexperte, der in Österreich auch die meiste Anerkennung in seinem Gebiet hat und wo man weiß, dass sich auch die öffentliche Hand nach ihm richtet. Das war jetzt da die Aufzeichnung, dann drücke ich auf Play und das geht los. Da darf es noch gerade runterladen. Webinare können Sie in der Live anschauen. Das ist das Einzige, was nicht dabei ist beim Zugang von der Uni. Das sind die Webinare. Sonst ist alles das Gleiche wie draußen am Markt. Das kann ich mir jetzt anschauen. Druck auf Play und dann geht's los. Wenn Sie live dabei sind, können Sie auch Fragen stellen. Im Nachhinein schaue ich mir das Video an, die Aufzeichnung. Aber nur falls Sie Ihnen interessiert, bei dem werden Sie dann begegnen, wenn Sie draußen bei einer Firma mit der Datenbank arbeiten. Dann haben die auch die Webinare drin. Ich habe das dann schon mal in der Arbeit eben besucht und da konnte man aber das Mute nicht wegmachen. Also Fragen stellen, glaube ich. Oder muss man da irgendwie. Nein, da sind Sie online in einem Channel verbunden und schreiben Sie Fragen hinein. Du hast rechts unten ein Fenster. Achso, man schreibt was. Man schreibt was, genau. Mhm. Also Sie können nicht reden, das geht nicht. Ja. Weil da sind manchmal 30, 40 Leute drinnen und das würde für Zauber aussuchen. Sie müssen das so vorstellen, dass so ein Webinar steht da der Fachexperte und spricht. Und da in der Seite hat er seine drei Experten mitgebracht und die chatten mit ihm. Das heißt, man kann, wenn einem dann währenddessen was einfällt, weil er über irgendwas genau. Redet, das kann man dann. Genau. Wenn Ihnen was einfällt, schreiben Sie es hin und dann sind Sie sofort verbunden mit einem Arbeitsrechtsexperten und der schreibt gleich zurück bei Ihnen. Ach so, okay. Mit dem sind Sie direkt verbunden, die chatten es gleich mit. Und im Nachhinein bei der Aufzeichnung fällt das weg. Mhm. Das andere. Aber das Mute können Sie nicht unterbrechen, Sie können nicht reinsprechen. Okay, ja, das bin ich nämlich eh gewohnt. Ja. Das sind dann eben nur die Webinare.
Aber das sind Fassungsvergleiche, habe ich noch gesagt, und wir suchen, das sind die wichtigsten Inhalte. Ich glaube, für Ihnen im Studium ist am relevantesten, erstens suche ich irgendein Thema, dann gebe ich da einmal, denn die Studentin neulich, das war eine, die hat gesagt, ja, mich interessiert zum Beispiel Ernährung, und mich interessiert auch Nachhaltigkeit und Kennzeichen von Lebensmitteln vielleicht, dann haben wir die Begriffe einfach alle eingegeben. Oder sie hat gesagt, naja, vielleicht da im Arbeitsrecht ist und das, aber es muss einen europäischen Kontext haben, weil es ist ein Schwerpunkt europäisches Wirtschaftsrecht. Jetzt haben wir halt da immer die Stichworte eingegeben. Und dann hat man gesehen, wo gibt es Massen von Literatur und wo werden gleich spannende Aufsätze geliefert, an die man sich auch vielleicht gleich von der Struktur her anlehnen kann, oder wo gibt es nichts. Dann werde ich von dem Thema vielleicht eher Abstand nehmen, wenn ich ein Diplom, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit oder Hausübung oder was schreiben soll, und es gibt keine Literatur dazu. Weil dann blogge ich nicht. Ziemlich. Ich muss mir das Leben nicht schwer machen. Und wenn ich aber was gleich finde mit spannenden Aufsätzen, die mich gleich ansprechen, dann kann ich da gleich vertiefend reinschauen, weil in der Seiten runter sehen Sie immer gleich vertiefend, was es zu einem Thema gibt. Also das ist das eine, dass ich mir ein Thema mal überhaupt ein wenig begleiten lasse. Was nehme ich denn für ein Thema? Gibt es überhaupt was dazu? Finde ich da was? Ja? Oder nehme ich ein Thema und wo verstelle ich fürs Verglas? Da gibt es keine Literatur, was mache ich jetzt? Muss ich mir alles selber finden. Und das andere ist, wenn Sie Hausübungen schreiben müssen, die Literatur haben Sie da einfach gleich wieder haben. Man kann nie die Bibliothek an der Uni ersetzen, das geht nicht. Das ist ein Fundus, wie man es selten findet. Ja? Das ist halt der Schnellzugriff. Bei Ihnen kann ich nicht sagen, wo immer ich bin, weil Sie müssen am Campus sein dafür. Aber ich kann mich draußen hinsitzen am Gang und recherchieren, was gibt es da für Kommentare und so weiter. Oder den ich schon lange nicht kriege und ohne gibt, lege ich mir dann da außer, habe gleich die Zitierfunktion dabei. Und Zeitschriften, bitte schauen Sie rein, wenn Sie Zeitschriftenartikel finden, die erklären so einfach, die sind so verständlich und die sind so aktuell gehalten. Der Kommentar zum Beispiel, die sagen draußen die Praktiker, der ist im Prinzip überholt in dem Moment, wo er am Markt ist. Weil da kommt eine Woche später irgendeine wichtige Entscheidung heraus und die ist nicht eingeordnet. Wenn da drinnen der Kommentar ist, dann habe ich sofort den aktuellen Link dabei. Weil den Link kann ich ja jederzeit einfügen, das ist nicht das Ding. Das haben Sie bei einem gedruckten Werk natürlich nicht. Mit allen Vor- und Nachteilen, weil sehr viel natürlich in der Ausbildung arbeiten Sie mit den ganzen Printwerken und das ist auch das, wie man es gewohnt ist und wie man es kann. Und es hat auch den Vorteil, wenn ich so einen Kommentar aufmache, dass ich schnell die zwei Paragraphen vorführe und zurückschaue, weil ich weiß, von der Systematik her müsste da jetzt noch irgendwas kommen. Das ist halt da mit dem Pfeiltaste dann, mit dem Weiterblättern. Ist das was, was ich sage, mit dem Kindern an der Uni ein bisschen was anfangen? Hilft Ihnen das ein bisschen? In der Praxis wirklich hilfreich, wenn Sie bei einer Bewerbung sagen können, Sie können mit einer Datenbank umgehen. Weil die Datenbank ist flächendeckend draußen vorhanden. Bei Anwälten ist so die RDB und LexisNexis ziemlich gleich auf. Ja. LexisNexis würde sagen, wir haben mehr. Und bei Steuerberatern finden Sie nur die. Also versteht es richtig, Multimedia-Studenten können das überhaupt nicht nutzen? Multimedia-Studenten, das ist ein Zugang, den sie nur am Campus haben, weil den Kindern, wenn wir den draußen überall zur Verfügung stehen würde, dann würde jeder Rechtsanwalt wenn inskribieren an der Uni und dann hat er die Gratis-Datenbank im Haus. Deswegen, das ist ganz einfach. Darum können wir es nicht jeden Studenten daheim, bei sich oder überall, wo er ist, ganz normal im Internet freischalten, weil es da dann jede Rechtsanwaltskanzlei unter Garantie irgendwen inskribieren, zahlt ein paar hundert Euro Studiengebühren und hat die komplette Datenbank zur Verfügung. Was muss die Datenbank bereits nehmen? Die Datenbank, also im Schnitt, Unterschied je nach Größe, also ein durchschnittlicher Steuerberater zahlt im Jahr netto 4.000-5.000 Euro. Anwalt mehr, aber das kommt darauf an, ist der Einzelanwalt ja, standalone oder ist das eine Kanzlei mit 70 Mitarbeitern? Ist ein Unterschied. Darum kann ich jetzt nicht sagen, was zahlt so ein durchschnittlicher Anwalt. Aber das ist auch für Universitäten der Preis unterschiedlich. Genau. Wo der Teuerpreis wird überwiegen. Genau. Oder es gibt Kopierungen. Da können Sie, genau, da können Sie mehr sagen. Das ist ja Preisverhandlungen mit Universitäten. Aber natürlich sind das komplett andere Preise, die gezahlt werden irgendwo an der Uni. Oder auch zum Beispiel Gemeinden haben Spezialpakete zu sehr, sehr günstigen Preisen. Weil die brauchen sehr umfassend fast alles von den Rechtsgebieten her. Aber wir wissen, dass Gemeinden nicht das Budget haben, dass das zahlt. Aber es kommt immer darauf an, wie viel nehme ich. Ja? Ich
habe jetzt auf mein Handy geschaut, wenn ich auf Anmelden gehe und eine Institution wähle, jetzt zum Beispiel JKU, ja, kann ich mich auch einloggen. Genau. Ist das Ganze jetzt begrenzt oder, also ist begrenzter als hier am Campus? Oder das ist der Campuszugang in diesem Moment. Okay. Das ist der Campuszugang. Okay. Sobald Sie das auswählen können, sind Sie schon im Campus WLAN. Okay. Ja, weil sonst, das sagt, ein anderer Benutzer sagt das gar nicht, diese Auswahl. Okay. Ja. Sie haben auch noch. Gibt es eine Anleitung oder so ein Handbuch dazu bei dieser Datenbank? Nicht, dass man da sagt, jetzt macht man es Versuch und Irrtum, ja, sondern wenn man sagt, ich finde nicht direkt recht. Das, also das eine ist das da mit den Suchtipps, wo Sie es eben geclustert haben nach Themengebieten. Da sehe ich jetzt eben geclustert noch, das fängt an, wenn ich raufgehe mit dem Einloggen, fängt es an, ja. Wie melde ich mich an, wie suche ich, was tue ich mit der Ergebnisliste, wie kann ich was speichern. Das ist da thematisch geclustert. Ist das das, was Sie gemeint haben? Ja, das ist ja. Und was es auch gäbe für Leute, die es interessiert, bei den Firmen wird das sehr stark genutzt, da unten, es gibt Online-Trainings, also das, was ich Ihnen da jetzt als Person so besonders nett erzählt habe, kann ein Kollege von mir, macht Ihnen das, übrigens einen Link zugeschickt und der zeigt Ihnen es dann, das drin. Aber auch live, nicht ein Video, sondern kann man auch nochmal machen. Mensch lernt durch Wiederholung, vielleicht machen Sie das einmal so anschauen auf die Art und Weise. Aber ein Handbuch zum Durchblättern, nein, in dem Sinn. Online. Genau, online finden Sie es da. Bei Suchtipps finden Sie das ja recht. Ja? Wo haben Sie das mit dem Newsletter? Ja, sich da bei den Namen rechts oben und dann bei Einstellungen. Ah, da finden Sie den Newsletter drin. Dieses Online-Training, das Sie da unten ja angezeigt haben, kann ich das von zu Hause von mir? Ich habe gehofft, dass Sie mir diese Frage nicht stellen. Naja. Weil, na ganz einfach, ich kenne das, also ich bin mir sicher, dass es geht und was nicht so ist, stimmt das nicht. Das ist nämlich was, was normalerweise der Kunde, der ein Login hat draußen, also bei der Ihnen ist ja auf der Un, aber Sie kriegen, wenn Sie ihn da anmelden, melden Sie ihn einfach einmal an, Sie kriegen dann einen Link zugeschickt und der Link hat wieder nichts zum tun mit dem Uni-WLAN. Wenn es da jetzt, ich kann es eh auch machen, wenn Sie da draufklicken, gibt es Termine, jede Woche einen Vormittag- und einen Nachmittagtermin, da wähle ich mir einen Termin aus und melde mich an. Ja? Ich sage zum Beispiel am 16., das möchte ich machen, auch da am 4. Juni, um 4 Uhr Nachmittag, gehe auf Registrieren, da gebe ich nur meine E-Mail-Adresse und meinen Namen an, dann kriege ich einen Link zugeschickt. Darum gehe ich fix davon aus, dass das auch von der Hand machen kann. Aber dann muss ich am 16. Uhr Zeit haben. Das wäre günstig, wenn Sie noch anmelden. Das hat sich bewährt. Aber ich verstehe, ist das gebührenpflichtig oder? Nein, kostenlos. Kostenlos. Sie können für nichts was zahlen in der Datenbank. Geht nicht. Und wenn ich mir das dreimal anhören möchte? Dann brennt es von mir nur einer Stunde drauf. Nein, aber Sie wissen, was ich meine. Ja? Mehr als einmal ganz ist wurscht gestartet. Genau. Das ist ein Service von uns. Der Kollege sitzt einfach dort und hält dieses Online-Training zu dieser Zeit. Und ob Sie jetzt mal dahinter sind oder nicht, ist für ihn die gleiche Wahl. Okay. Sie können dort aber auch Fragen stellen. Ja, ja. Aber ich kann mir zu drei verschiedenen, genau, Zeitpunkten, kann mir dreimal, was ich alle genau zwei Monate auch wieder nochmal anmelden. Dann wird sich der Kollege freuen, weil er sieht das ja, wer sich angemeldet hat und freut sich, dass er einen Fan hat. Das muss aber jedes Mal den gleichen Trainer auswählen, oder? Nein, das war immer der gleiche. So, ja. Aber das können Sie jederzeit wieder machen. Oder im Freundeskreis so. Für die Fernstudierenden, ich glaube, da funktioniert man nicht so drin. Für die Fernstudierenden ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sich die Datenbank anschaut. Ja? Ja, aber das ist so, wie wenn Sie dann da anmelden müssen, den Termin merken. Ja, ist es ja angemessen. Sie haben extra ein Video. Ja, ja. Aber nicht ein einfaches YouTube-Video, wo die wesentlichen Sachen einfach. Ja, weil ich dann keine Fragen stellen kann. Weil ich dann keine Fragen stellen kann und so Videos oft ein bisschen einschränken. Genau, da sitzen dann 7-8 Leute, die mit ihnen reden. Genau. Okay. Ja, genau. Aber das macht der Kollege immer. Es ist, was Sie müssen sich noch vorstellen, da melden Sie oft mehr Steuerberater an, mehr, oft mehr Anwälte, der passt dann auch seine Themengebiete an das an. Der sieht das ja bei den Leuten, die sie anmelden. Ist ja nicht Steuerberater oder Anwälte oder Personalisten und er nimmt dann Beispiele entweder aus dem Anwaltsbereich oder aus dem Personalbereich. Der passt das an. Oder eben die Leute sagen ihm dort oder schreiben ihm hin, uns interessiert kein Steuerrecht, machen Sie bitte nur ein Zivilrecht. Ja. Dann schwenkt er sofort auf ein anderes Thema.
weil es interessiert an Juristen nicht, wenn da irgendwer steuerrechtliche Beispiele bringt. Der klingt sich gedanklich sofort aus. Und ein Steuerberater interessiert sich überhaupt nicht, wenn ihm irgendwer was zum Strafrecht erzählt. Der ist gedanklich sofort weg, der sieht für sich keinen Nutzen in dem, was er dort sagt. Das wäre nur allgemeine Funktionen erklären, die jetzt nicht speziell. Nein, das Spezielle sind schon sehr stark diese Briefings. Und wenn der sieht, dass die Steuerberater sind, dann nimmt er das und erklärt er Briefings und sagt, da schauen Sie her, zum Beispiel internationales Steuerrecht, das Doppelbesteuerungsabkommen, mit dem haben sie oft zu tun. Wie ist das mit dem Geltungsbereich? Da haben sie erklärt, wie ist der Geltungsbereich, da haben sie gehört, Checkliste. Wenn ich das an Steuerberater sage, ist der hellwach. Wenn ich das an Personalisten sage, denkt sich der, was habe ich mit ihrer Datenbank an? Ja? Also mit dem Doktor, bei der NDP, da gibt es über die Multimedia-Studenten, gibt es eine Art Vorlesung, Lehrveranstaltung mit anderthalb Stunden, ja, wo ihm so ein Video drin liegt. Ja. Ist das, und bei Lektionette ist es auch angekündigt, aber da ist nicht drin. Ja. Und ist das da auch mal geplant, aber das werden Sie vielleicht nicht wissen. Wenn es nach mir geht, schau. Das ist echt nicht so groß, oder? Ah, das wird jetzt gestreamt, aber was Sie meinen, ist ein fertiges Video. Hat mich gefreut. Richtig, mal Zeit, gell? Das ganze Seminar. Ja, ich verstehe, so ein fertiges, wie ein Webinar, ja, zur Arbeit mit der RDP. Ja, ah, das, ja, und das kennen Sie, die Multimedia-Studenten. Ja, genau. Und da ist eh das, was hier die Veranstaltungsweise so machen, ja, und auch wirklich schön machen, als die. Ah, habe ich noch schon, hab schon mal angeschnitten? Ja, ich bin jetzt hey. Ein bisschen zu viel gekriegt. Sie sind ja nicht beim Manner engagiert. Das stimmt, aber ich nasche Sie extrem gerne, aber dann sehe ich, aber was anderes, kriegen Sie Post-its von mir. Außer Sie sagen, Sie werden Manner. Danke. Was da nun mal richtig sagen? Gell, oder kann ich das nicht da? Aber abgesehen davon, Sie haben recht, und ich habe auch schon gesagt, wir sollten so ein vorgefertigtes Tutorial machen. Wir haben das auch gehabt von der vorhergehenden Datenbank, haben wir eins gehabt. Es ist so, diese Datenbank ist extrem dynamisch. Wir entwickeln die permanent weiter. Jetzt müssen wir das Video wahrscheinlich alle Monate leicht machen. Da kommen ständig neue Funktionen dazu innerhalb der Datenbank. Zum Beispiel gibt es jetzt, glaube ich, eine neue Funktion. Ich kann mittlerweile, wenn es schon funktioniert, von dem, was ich gespeichert habe, einen kompletten Ordner auf einmal overloaden. Ich kann jetzt schauen, wo ist denn mehr drin? Da ist mehr drin. Ich kann jetzt da auf Download gehen und kann sagen, ich möchte die ganze Sammlung downloaden in ein, je nachdem, Word oder PDF, und ich kann, wenn ich will, ein Titelblatt noch drauf. Das sind jetzt aber lauter diese Einzeldateien, die sind, genau, ich jetzt da drin und sehe, oder? Genau, das sind meine Einzeldateien, die ich gespeichert habe. Bei mir unter meinem Namen, bei markierte Inhalte, da habe ich ja noch schon, damit das Herz sagen kann, einen harten Inhalt, das ist schon zum Herz an. Ne? Die werden dann in einem Dokument oberspeichern. Genau. Okay. Sie, ich kann die jetzt in einem Dokument oberspeichern und sogar ein Deckblatt drauf vergeben. Okay. Das habe ich. Die Funktion zu sagen, ich will für jedes einzelne Dokument ein eigenes Dokument erstellen, geht nicht. Freilich. Das geht sowieso bei jedem Dokument. Ich kann ja bei jedem Dokument sagen, downloaden. Da gibt es ja bei jedem Dokument einzelne Befehl downloaden. Dann gibt es ja sowieso. Ja, da muss ich ja jedes einzelne anklicken. Aber kann ich jetzt nicht bei der Sammlung hergehen und sagen, die Sammlung komplett oberspeichern, aber jedes Dokument als eigenes Dokument. Ja, da wird dann ein Ordner übergeladen. Aber man kann es eh schnell machen. Ich gehe da her und ich sage, ein Titelblatt möchte ich auch noch vergeben. Dann tun wir jetzt die gesamte Sache. Ich habe jetzt was genommen, wo viel drin ist, war ein Fehler, weil da bloggen jetzt natürlich. Der Ordner heißt Altersteilzeit. Und den habe ich jetzt da. Das ist jetzt das Deckblatt, das sagt man, folgende Dokumente habe ich drinnen. Wenn ich da draufklicke, kann ich ja gleich hinspringen, ist jetzt interaktiv. Das ist zum Beispiel super, wenn Sie bei einem Anwalt arbeiten, der sagt, recherchiere mal bitte zum Fall X, was findest du im Internet, dann alle 10 Dokumente in einen Ordner rein, dann lohnen Sie es im Chef runter mit einem Deckblatt, das nur dazu verlinkt. Ja, wenn ich da draufklicke und sage, jetzt möchte ich mal genau den Artikel lesen, springt es mir auch gleich zu dem Artikel hin. Ich muss nicht weiter scrollen. Ja? Das ist aber dann unabhängig vom WLAN-Zugang auf der Uni. Dann lohnen Sie es aber. Das kann ich dann aber daheim lesen. Das ist jetzt Download. Da haben wir es entron können, vorher noch nicht fertig gesprochen, Sie können am Campus recherchieren, dann sind alles in einem Ordner zusammen, während Sie am Campus sind, dann lohnen Sie es aber mit einem Deckblatt, das so verlinkt ist.
Und dann haben sie daheim dieses PDF mit 127 Seiten und einen Deckblatt. Und mit dem können sie dann arbeiten. Ja, aber downloaden müssen sie schon auf der Uni, weil downloaden müssen sie es auf der Uni. Eine waren nicht auf der Uni. Genau, das habe ich vielleicht zu wenig deutlich gesagt. Downloaden müssen sie es auf der Uni und dann haben sie aber das Dokument mit, wo alle Inhalte drinnen sind. Also am Campus recherchieren, alles in einen Ordner einlegen, dann den gesamten Ordner downloaden, speichern und daheim haben sie dann den gesamten Ordner mit allem, was sie recherchiert haben, mit. Dann können sie in Ruhe daheim nochmal schauen. Ja? Kann ich da den Ordner auch splitten, wenn man die Datenbank drauf gibt, dass ich ein bisschen zu viel download? Also dass er dann quasi schreibt, ah, Moment, nein, stopp, das ist... Habe ich noch nicht gehabt, den Fall, habe ich noch nicht gehabt, den Fall, ganz ehrlich. Ja. Wenn man jetzt oft auf die Universität kommt, dann sitzt man wirklich da und kann mit der Ordner wirklich ewig lang werden. Habe ich noch nicht gehabt. Und Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass nur 20 Seiten oder so runterladen dürfen. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht auf ein lebensfremdes Quantum beschränkt. Ja? Aber das wäre jetzt das Dokument und ich sehe, da bin ich jetzt da runtergesprungen bei dem Dokument. Das ist die Startseite, also das ist diese Titelblatt, die ich vergeben habe, wo die Überschriften drin sind, der einzelnen Dokumente, die ich drin habe, und ich kann jetzt gleich zu dem herspringen. Aber das noch zum Thema Downloaden und ganzen Ordner mit Titelblatt. Das ist vielleicht noch hilfreich bei Ihnen. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ja, ja. Nehme ich raus mit mir mit. Sie gehen dorthin, wo Sie alles gespeichert haben, wählen den Ordner aus, ich sage zum Beispiel den, da ist das Download-Zeichen, da darf ich bearbeiten. Wenn ich da draufklicke, kann ich löschen. Ich gehe auf Downloaden, sage dann, ich mich jetzt als PDF oder als Word, sage ich mich ein Artikelblatt, okay. Jetzt macht er ein Dokument draus, jetzt tut er alles in eins zusammen und da den Link, wenn ich jetzt anklicke, und das macht jetzt jeder Computer unterschiedlich, wie er wohl der Dokument, das downloadet wird, anbietet. In dem Fall liegt es da herunten und ich habe es da. Die zwei Dokumente sind drinnen und ich kann sagen, ich springe gleich zum zweiten. PDF ist das dann, oder? Das können Sie auswählen. Ja. Er fragt ihn, wollen Sie ein PDF oder ein Word? Also gibt es bei den eigenen Dokumente. So haben Sie nicht aufgepasst. Nein, ich meine jetzt genau, aber gibt es bei den eigenen einzelnen Dokumenten auch irgendwie eine Bearbeitungsfunktion, dass es auch per Ölstift raus oder nicht? Ja, genau. Das dabei, genau, da haben Sie immer den Bleistift. Also ist nicht der ganze Ordner. Nein, genau. Ich kann da sagen, bearbeiten, dann bearbeite ich den ganzen Ordner. Oder ich mache den Ordner auf und bearbeite nur das einzelne Dokument. Dabei. Ja, genau. Was für Ihnen, was mir gerade einfällt, noch wichtig sein könnte, Sie können ganz gezielt nach Suchbegriffen, also, ich weiß nicht, Sie schreiben irgendwas zu einem Spezialthema, Sie vertiefen ihn wissenschaftlich in Pflegeregress, mir fällt gerade nichts ein, sagen wir Sie Wörter, wenn Sie sagen, ich schreibe meine Diplomarbeit zum Pflegeregress. Ja? Ich gebe das als Suchbegriff ein, Pflegeregress. Nicht jetzt, weil ich suche, was drinnen ist, sondern ich möchte am Laufenden gehalten werden, wenn etwas Neues in die Datenbank zu meinem Diplomarbeitsthema reinkommt, weil das würde ich wissen, wenn ich da was Neues tue, das muss ich sofort in meine Diplomarbeit einschreiben. Jetzt habe ich da herum Pflegeregress als Suchbegriff eingegeben und heroben im Suchfenster ist auch dieses Speicherzeichen. Wenn ich da draufklicke, steht da Suchprofil aktivieren. Wenn ich jetzt draufklicke, ich kann es eh gern machen, mehr tut es eh nicht, dahinter brauche ich auch die Datenbank meine Mailadresse gebraucht. Jetzt schickt mir die Datenbank sofort ein E-Mail, wenn irgendetwas Neues zum Pflegeregress einkommt. Ich habe mein Diplomarbeit geschrieben, das war die vierte Einführungsverordnung zum HGB. Ich hätte eingegeben, vierte Einführungsverordnung HGB als Suchbegriff und ab dann war ich immer informiert, wenn es was Neues zu dem Thema gibt. Weil sobald in die Datenbank was reinkommt, wo diese Buchstaben vorkommen, die ich mir gespeichert habe, kriege ich ein E-Mail. Das finden tue ich das wieder wie alles andere unter dem, was ich mir gespeichert habe. Da wieder bei markierte Inhalte. Herum habe ich die Startseiten, was ich gespeichert habe, dann meine Ordner. Und da habe ich jetzt alles, was mir ich an Suchbegriffen da gespeichert habe. Das habe ich da herum. Das habe ich schon mal zum Beschäftigungsbonus gemacht. Zuerst habe ich es zur BB-Info, das habe ich alles da. Ich kann es auch wieder löschen. Da habe ich, und wenn ich so eins nicht mehr will, dann gehe ich wieder daher
dann sage ich, Suchprofil wieder deaktivieren. Wie kriege ich Zugang zu meinem Suchprofil? Das, was Neues gibt, es muss, ein E-Mail hinterlegt sein von Ihnen, dann können Sie auf die E-Mail-Adresse ein E-Mail in der Stelle, es gibt ein neues Dokument zu Ihrem Suchbegriff. Dann rein Sie E-Mail. Okay. So wie wir unseren Newsletter abonniert haben, okay. Dann müssen Sie unter Einstellungen irgendwo Ihre Mail-Adresse. Da wird aber dann nur der Link mitgeschickt, dann, wo ja? Ich das finde. Ja. Oder aber keine PDF-Datei. Ich glaube, da wird der Link geschickt. Und auf den Link kann ich wieder nur zugreifen, wenn ich auf der Umgebung bin. Aber Sie sehen, dass was Neues ist. Ja. Und wenn es wirklich in der Diplomarbeitsschreibphase sind, würde ich empfehlen, und ich mache kein Geschäft, und ich bitte, das sind um 99 Euro im Monat zu einem Zugang kaufen. Das ist nichts. Ja. Weil das ist ein Wert von 20.000 Euro, der da drin ist. Das kann ich monatlich einzeln buchen, oder hat das dann Laufzeiten mit Ihnen wirklich? 3 Monate. Immer 3 Monate. Ich glaube, es ist auf 3 Monate befristet. Das erste Monat ist gratis und dann können Sie es nur für 3 Monate kaufen. Aber ich glaube, Sie können auch sagen, ich nehme es nur für 1 Monat aus. Okay, aber dann vornehmen. Genau. Ja. Genau. Weil sonst könnte es ja. Also keine Kettenverträge. Danke, schon wieder ein guter juristischer Einwand. Genau. Keine Kettenverträge. Ja. Genau. Ja? Weil sonst wieder darf es wieder der freie Markt draußen nutzen. Trotzdem offen zu mit Hausarbeiten gehört werden, die beglückt werden wollen so. Nein, wenn man recherchieren muss und Multimedia-Student ist, ist das eine Quälerei, dass man an Material draufkommt. Ja. Schwierig. Ja. Ja. Das ist bei Multimedia, hat so viel Vor- und so viel Nachteile. Ja. Überall ist Licht und Schatten. Ja. Auf der einen Seite haben die Multimedia-Studenten wirklich extrem lässig aufbereitete Unterlagen. Mit dem Professor Riedler, einen richtig klasse Professor. Das darf ich sagen, ich studiere nicht mehr. Fesch ist auch. Außerdem spielt er gut Golf. Haben Sie bei Professor Riedler studiert? Bitte? Haben Sie bei Professor Riedler? Ich habe bei ihm, während ich studiert habe, nein. Wir haben manchmal Präsenzstudierenden am Institut für Fernunterricht irgendwelche Vorlesungen gehabt. Da habe ich als Professor. Ich habe an der Uni einige Zeit gearbeitet, da habe ich dann kennen und schätzen gelernt. Okay. Sie studieren, Sie haben aber ein anderes Bild wahrscheinlich. Nein, ist okay. Also, ich glaube, es gibt selten so einen kundenorientierten Professor. Aber gut, ich kenne die aktuellen nicht alle, wahrscheinlich stimmt es für alle anderen mittlerweile nach. Das tut mir schon leid. Ja, da zum Beispiel habe ich jetzt Kettenvertrag eingegeben, da sehe ich, es gibt 5 Ersatztreffer zu dem Kettenvertrag, den Sie gesagt haben, und es wird mir gleich. Vorgeschlagen, Zeitablauf mit Befristung, Sie haben ja das Thema gehabt mit dem Vertrag. Ja? Können Sie einzeln mal ranziehen oder so die Sender speichern? Also, wenn Sie in die RDB-Sammlung kommen, dann hat man teilweise einen Kommentar von und so viele Seiten. Also, Sie können immer nur speichern, also markieren die Seiten, die Sie gerade offen haben. Sie können jetzt nicht einen Textauszug aus der Seite nehmen und speichern, das geht. Das kann die Datenbank nicht. Sie können nur das, was Sie offen haben, gerade speichern. Das wäre dann wirklich zum Runterladen, das sage ich, wie man nur die Randziffer 3 rauskopieren, dann markieren und dann. Ja. Aber es gibt da auch noch einige Weiterentwicklungen, die anstehen. Es gibt nur was, das lassen wir noch, kann man Kinder sich auch gerne im Internet noch anschauen. Wir haben mittlerweile eine Kooperation mit Microsoft. Es gibt ein Add-in für Microsoft-Programm, das haben. Das können Sie noch runterladen. Und Sie können dann in jedem Word, das Sie offen haben, oder in jedem PDF, das Sie offen haben, direkt recherchieren. Sie haben dann ein Word offen oder ein PDF offen, markieren den Satz, was auch immer, zu dem Sie was suchen, und dann blockt Sie die Datenbank in das Word hinein. Das klingt ein wenig spooky, aber es ist. Das gibt es mittlerweile. Das funktioniert genau so. Also, Sie haben da ein Word offen, da habe ich es eh, glaube ich, noch offen. Da ist ein Fließtext, dann sage ich, zu dem möchte ich was recherchieren, dann markiere ich es, klicke oben den Befehl, den es da jetzt nicht gibt. Und dann glaubt sie sofort, das sind Zeiten, und da glaubt sie die Datenbank ein und sagt man sofort, listet man sofort auf, was zu dem Thema es gibt, wer kommentiert, wo steht es im Gesetz, was gibt es für Entscheidung, habe ich sofort in meinen Wörtern. Das heißt Smart Scan. Lexis Smart Scan. Ich habe ein Zero mit. Das
das kann, die Frage habe ich in der Firma nicht gestellt, weil das kann zurzeit jeder Kunde, der Lexis 360 hat, testen, das ist noch nicht gratis. Jetzt weiß ich nicht, was sind die Anwendungen am Campus. Sie bringen mich halt wirklich immer wieder an meine Seite. Die wird dann verkauft praktisch. Genau, aber Sie, das geht jetzt zum Testen kostenlos, bis, wenn das dann interessiert. Das sind so neue technische Spielereien. Oder mittlerweile gibt es jetzt was, das gibt es ab Ende Mai in der Datenbank drinnen zum Testen. Ich kann Verträge damit erstellen. Wenn Sie ein Personalist sind und Sie erstellen Dienstverträge, dann haben Sie eine Maske, da wählen Sie aus, Sie brauchen einen Dienstvertrag, der hat ein Firmenauto, der hat eine Konkurrenzklausel und eine Verschwiegenheitsklausel und ein Firmenhandy. Und für das brauche ich alles Textbausteine in meinem Dienstvertrag. Das klicke ich an, drücke auf Ausdrucken und ich habe den fertigen Dienstvertrag mit exakt diesen Textbausteinen, die ich haben will. Mietverträge, Gesellschaftsverträge. Kann ich auf Knopfdruck erstellen. Es geht mittlerweile alles mit der Datenbank. Also das darf man nicht übersehen, dass sie extrem viel tut. Die Zukunft der Recherche ist digital. Die Zeiten sind vorbei, wo die ganzen Kanzleien, man, die haben noch immer diese Bibliotheken, weil sie die Bücher gekauft haben und die haben viel Geld gekostet. Ja, darum stehen sie natürlich auch noch immer in der Kanzlei. Aber recherchiert wird zum Großteil so. Meistens ist der Seniorpartner in der Kanzlei, der sagt, ich arbeite nur mit meinen Büchern, weil so bin ich es gewohnt. Und die Juniorpartner arbeiten alle nur noch so. Aber das müssen sie können, wenn sie in der Praxis draußen sind, fragen ich natürlich, können sie mit einer Datenbank arbeiten. Sie werden am Anfang sitzen in ihrem Büro und werden recherchieren, aufbereiten und diesem Chef vorlegen. Das ist ihr Geschäft und das ist mittlerweile, ist das zum Großteil nur noch digital, weil sie einfach viel schneller sind, immer aktuell sind. Schauen Sie genau so einen Fassungsvergleich. Das ist ein Klick, das dauert eine Sekunde. Wissen Sie, wie lange ein Konzipient gesessen ist, bis er die zwei Paragraphen von Paragraph 12 Arbeitszeitgesetz gegenübergestellt hat? Da hat er gearbeitet, ein, zwei Stunden, umgeschaut und hat Angst gehabt, dass er irgendein Und oder übersehen hat. Das geht jetzt alles so. Oder wenn Sie sagen, wer kommentiert das, da klicke ich auf, so wie jetzt, klicke ich halt auf Kettenvertrag, wo waren wir denn drin, oder Befristung, ich klicke drauf, gehe auf Filter setzen, klicke auf den Kommentar und habe ihn offen. Sie sind im echten Leben noch nicht einmal beim Buch dort. Habe ich schon offen. Das ist zeitlich nicht zu toppen. Das ist so effizient und spart so viel Zeit. Natürlich, wie bei allem, muss ich mir die Zeit nehmen, dass ich mir das anschaue, wie es funktioniert. Wenn ich das einmal gesehen habe, wie es geht, ist das, glaube ich, relativ einfach. Aber ich habe Ihnen jetzt, darf ich nicht wiederholen und will Sie schon gar nicht langweilen. Ja? Also, darum gern, wer noch Fragen hat, ich bin nicht da, ich habe es nicht eilig, ich renne nicht weg. Ja? Wie komme ich wieder rein, jetzt wollen wir noch hin? Ja genau, ich sage Ihnen einen Link, ich sage Ihnen zwei Links. Der eine ist ein Wir kommen zu der 99-Euro-Partie. Das ist lexis.at/360-Studierende. Und falls nicht, schicken Sie da an die E-Mail-Adresse mit helpdesk@lexisnexis.at und rufen Sie an. Ja, Sie haben eh rechts oben, das haben Sie da, da haben Sie auch immer rechts oben einen Kontaktbutton. Ja? Beim Kontaktbutton, sonst rufen Sie an und schreiben Sie hin, ich möchte mich interessiert so ein Abo, wie läuft das ab? Ja? Oder lexis.at/360-Studierende, da finden Sie alle Infos zu dem Studentenabo. Und der zweite ist lexis.at/Stipendium. Wir vergeben zurzeit ein Stipendium an alle Studierende, die das letzte Semester mit einem Notenschnitt nicht schlechter wie 1,8 abgeschlossen haben. Hm. Wieso wird hier gelacht? Sie geben mir gleich die Post jetzt wieder. Ja. Aber nur ist auch nicht schlecht. Nein, ist nicht viel schlechter. Letztes Jahr nichts im Bock im Post. Ach so. Aha. Aber die zwei Links. Und generell, wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie bei uns beim Helpdesk an. Ja. Dort sitzen übrigens wie Sie Just studieren. Aus Wien natürlich. Der Helpdesk ist in Wien. Aber die Stipendien vergeben wir, sagen Sie es auch gerne weiter, oder vielleicht schickt Sie es, wollen Sie es hier ausschicken. Das eine ist ein, wo finde ich dieses 99 Euro für Studierende-Abo, das erste Monat ist gratis, damit ich es außerhalb vom Campus verwenden kann. Oder wenn es sonst noch irgendwelche Fragen gibt, sagen Sie uns das gerne und Alexandra schickt Ihnen gerne über Kepler Society eine E-Mail zu, wo alle Infos, das wollen gerne jederzeit nachlesen können. Wobei, die Wiener Kinder ja in Wien auf der Uni mit dem EDA-Raum haben die Zugriff auf die JKU. Was? Ja. Nein. Aber sehen Sie, wie beliebt die JKU ist, dass die Wiener so klar. Nein, aber dieses EDO-Raum ja. Haben wir ja extra für das ESCO auch. Ja, wobei Sie sehen, die Service. Also man hat in ganz Österreich auf jedem Campus Zugriff zur Datenbank. Sie können auf jeden Campus zugreifen.
Von jedem Campus findet es auch die Datenbanken zu erreichen. Also immer die Bibliotheken und den Unis sind dankenswerterweise diejenigen, die haben immer die Kooperation mit der digitalen Datenbank und stellen es der Uni zu. Gut, ich habe da noch ein paar kleine Geschenke von LexisNexis.at. Entweder gibt es jemanden, der besonders nett war und viele Fragen gestellt hat, oder Sie dürfen ihn einfach nur gern was nehmen. Ich sage von meiner Seite her danke für Ihre Aufmerksamkeit und jederzeit melden, vielleicht schickst du mir die Kontaktdaten, wenn jemand eine Frage hat, die jetzt nicht stellen wollte. Stellen Sie mir es einfach vor. Dankeschön. Danke. Und schlossen, ja, dem Institut für Lehrstudien vor, da mache ich auch einmal als Kind. Ja, das ist es. Und mache das bei einem Institut. Entschuldigung, darf ich meine Bücher dann wieder nehmen? Ja, wegen ja natürlich, bitte. Das sind so Automaten. Ach so. Ja, wo stehen sie? Da drüben. Mengerstraße oder da bin ich irgendwo eine. Ja, da ist hinten beim Quartier. Kennen Sie den? Da im Haus. Beim Bankengebäude. Das habe ich gesehen. Da ist ein Quartier drin. Im Bankengebäude am Ende ist ein Quartier und da ist dann ein Automat. Da kann ich rein. Ja? Ja. Gerne. Wenn ich da bin, bin ich aber nicht da. Bitte gerne, dann greifen wir uns an das Wohlkommen. Ja, ich habe das Gefühl, dass es mega ist.
Er sagt den Kriegern, im Kino sind die besten Patienten. Noch ein Blase mit dem Größten. Das ist nur diese Aber in drei Monaten, das ist illusorisch. In drei Monaten kann ich kein Dienst schreiben. Für mich war Das ist aber die kommt von Malz. Ah, ja, die Bildungsstolz. Genau, das ist alles drin. Das hat der Ritter, der Bestätigte, quasi der Bildung. Aber die Mutter. Achso, das ist die Schulseite. Der unterschreibt, dass er besteht. Frau Kollegin von der Bibliothek, die werden wir noch hören.
Ja. 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 Ja.
Aber wenn er redet, wenn er
Bei uns wird überhaupt keine Daten.